Hallo und herzlich willkommen, meine Damen, meine Herren. Schön, dass Sie alle hier den Weg hergefunden haben ins Audimax hier an der TU Berlin. Es ist faszinierend zu sehen, wie viele Leute sich für das Thema interessieren, wie wichtig es ist, wie sehr es uns auf den Nägeln brennt. Und ich denke mir mal, das, was wir heute hören werden, und ich mag jetzt noch mal gleich einen kurzen Zeitbezug, das ist ja eigentlich eine optimistische Unterzeile, die wir da haben, wie die CO2-Bepreisung gelingen kann. Ob sie gelingen wird, wird die Zukunft uns natürlich sagen. Und meine Damen und Herren, wir sind natürlich kommunikativ unterwegs. Sollten Sie also Lust haben, unter dem Hashtag Climate Lecture oder Hashtag TU Berlin twittern zu wollen, tun Sie es jederzeit. Wir freuen uns über jeden Tweet, ob er positiv, negativ ist oder uns nochmal Wind unter die Flügel gibt. Meine Damen und Herren, Sie alle wissen, heute ist der 19. September 2019. Wäre ich jetzt chinesisch, dann würde ich sagen, das ist so ein wunderbares Datum, was man sich dann in der Zukunft nochmal rückwirkend auf der Zunge zergehen lassen, 19.09.19. Aber es könnte potenziell auch einfach sagen, das war der Vorabend, bevor Hunderttausende, vielleicht Millionen Menschen auf die Straße gegangen sind für das Thema Klima nach dem Motto, wir müssen etwas tun. Morgen sind die großen Demonstrationen angesetzt. Wir werden ja gleich eine Vertreterin von Fridays for Future hier auf der Bühne haben. Wir können auch sagen, morgen wird der Tag gewesen sein. Das heißt, heute Abend ist der Tag davor. Wenn die Bundesregierung, als die Bundesregierung, das natürlich aus der Zukunft zurückgeschaut, wirklich den großen Wurf gewagt hat, Mut gezeigt hat und wir die richtigen Maßnahmen, die richtigen Akzente gesetzt bekommen haben, um bei 2030 unsere eigenen Ziele nicht zu reißen und möglicherweise 2050 klimaneutral zu werden. Das sind natürlich positive Aussichten, meine Damen und Herren. Ob sie dann nachher wirklich wirken und Wirklichkeit werden, ist noch etwas anderes. Lassen Sie uns trotzdem mal ganz kurz zurückschauen. Es ist ungefähr ein Jahr her, da wurde der IPCC-Report veröffentlicht, der sich um das 1,5-Grad-Ziel drehte. Das wäre die Temperatur, wo wir noch ein menschenmögliches, ein menschenwürdiges Leben führen könnten, ohne zu viele Katastrophen. Ob wir es schaffen? Wir müssen uns anstrengen, unsere Politiker müssen die richtigen Entscheidungen finden. Es ist auch kurz mehr als ein Jahr her, seitdem diese junge Schwedin da mal irgendwann diese kleine Aktion gemacht hat und heutzutage glauben wir, sie alle zu kennen. Sie wird nächste Woche beim UN-Klimagipfel in New York auftreten, wie Sie wissen, gemeinsam mit der Bundeskanzlerin, die ja zu den geladenen Rednern gehören wird im Vergleich zu einigen Staaten, die Guterres ausgeladen hat, als Redner zumindest, weil sie nicht die entsprechenden Politiken auf die Beine gestellt haben, weil sie weiterhin an Kohle hängen. Ich könnte es noch weiter ausführen, will dies aber nicht tun, denn schließlich haben wir hier einen Gastgeber, den ich wahnsinnig gerne auf die Bühne bringen möchte, nämlich Professor Dr. Christian Thomsen, den Präsidenten der TU Berlin. Und Herr Thomsen, Sie schauen ja hier an der TU auf eine wunderbare Historie, 10 Jahre Climate Lectures zurück. Damals gab es noch diesen Ökonomen, den noch nicht ganz so viele Leute kannten, Nicholas Stern, inzwischen Sir Nick natürlich, der möglicherweise der Erste gewesen ist, der die Akzente, die wir gleich von Professor Edenhofer wiedergespiegelt bekommen, weiterentwickelt bekommen, überhaupt in eine Öffentlichkeit getragen hat. Also, wir haben eine große Historie. Lassen Sie sie uns fortführen. Meine Damen und Herren, einen kleinen Applaus für Professor Dr. Christian Thomsen. Herzlichen Dank, Frau Schimmer, für die freundliche Einführung. Sehr geehrte Mitglieder des Bundestages und des Abgeordnetenhauses, liebe Kollegen, Präsidenten befreundeter Einrichtungen, Herr Kollege Edenhofer, Frau Kersting,
Frau Neubauer, Herr von Weizsäcker, Herr Welke, Sie sind alle auf dem Podium nachher, liebe Kolleginnen, Mitarbeiterinnen und Studierende der TU Berlin und anderer Universitäten, meine Damen und Herren. Ganz besonders will ich begrüßen, ich gehe mal hier rüber, dass ich nicht ständig den Bildschirm vertue, Herrn Professor Kutzler, Präsident der TU Berlin vor einigen Jahren, der die Climate Lecture vor 10 Jahren eingeführt hat. Und ich danke Ihnen dafür ganz besonders, Herr Kutzler. Die erste Climate Lecture fand dementsprechend im Jahr 2009 statt, und zwar am Rande des, was als inzwischen gescheiterter Klimagipfel in Kopenhagen bezeichnet wurde. Wenn wir die Climate Lectures über die Jahre verfolgen, dann ist das auch ein Abbild der Politik, der Weltpolitik zum Thema Klima. Also es war ein sehr weiser Beschlussentscheidung, damals diese Climate Lecture einzuführen. Und besondere und umso mehr freue ich mich, die Climate Lecture heute zu eröffnen, die so nah an der tatsächlichen Umsetzung von Klimapolitik ist, wie bisher keine andere Climate Lecture. Jedenfalls hoffen wir das alle. Wir erwarten ja, Sie haben das eingeführt, Frau Cimoch, morgen eine Entscheidung des Bundeskabinetts, dass nach unser aller, glaube ich, Auffassung hoffentlich was Gutes ist, was bewirkt, was Änderungen bewirkt, die viele betreffen werden, Einzelne betreffen werden, die aber auch Unternehmen, Gesellschaft, Universitäten betreffen werden. Also hoffentlich gibt es eine Entscheidung, wo wir mit Achtung nicken und sagen, ja, es wird sich was ändern. Der Prozess des Klimakabinetts und der CO2-Bepreisung, wie immer sie passiert, über Zertifikate oder über Steuern, ist einzigartig in der Dynamik. Ermöglicht wurde dies nicht zuletzt durch die Nachdrücklichkeit der Fridays for Future-Bewegung. Ich will das hier ganz eindrücklich sagen, die auch hier an der TU erfreulich stark vertreten ist und die insbesondere von jungen Menschen engagiert betrieben worden ist und betrieben wird, dauerhaft. Viele von Ihnen werden morgen noch einmal zur Demonstration für den Klimaschutz gehen, zu der Fridays for Future aufgerufen hat. Also gesellschaftlicher Dank von mir an die Fridays for Future Bewegung. Die Einmaligkeit der Fridays for Future Bewegung besteht aus meiner Sicht darin, dass eine zivilgesellschaftliche Protestbewegung sich auf wissenschaftliche Erkenntnis beruft und so zu einem einschneidenden gesellschaftlichen Wandel befähigt oder drückt oder zwingt. Das lassen wir die Verben einfach mal offen. Jedenfalls ist dieser Zusammenhang für mich einmalig und im politischen Prozess des Klimakabinetts, das ich eben ansprach, hat ja Wissenschaft eine besondere Rolle auch gehabt. Ich bin dankbar, dass wir als TU Berlin, insbesondere durch Sie, Herr Kollege Edenhofer, die Möglichkeit hatten, einen Beitrag zu leisten. Wir sind gespannt, wie es morgen ausgeht. Die TU Berlin selber hat sich der Nachhaltigkeitsstrategie verschrieben. Die Strategie beruht auf mehreren Säulen, auf 4 Säulen. Erstens haben wir viele Forschungsprojekte, einige hundert, die sich im weiteren Sinne mit Klimaschutz, Auswirkungen auf die Gesellschaft beschäftigen. Zweitens, und das ist so eine Realmaßnahme, wollen wir auch unseren Campus selber möglichst klimaneutral zu machen. Wir haben Projekte, die relativ weitgehend dahin, okay, wir müssen noch investieren, aber wir haben eine Idee, wie wir das machen, wir haben einen Plan, wie wir das machen, um vielleicht bis 2030 den gesamten Campus klimaneutral zu gestalten, bis 2025 einen größeren Teil des Campuses. Also ein reales Projekt, wirklich was tun. Denn geredet worden ist genug und wir wollen handeln. Herr Edenhofer, Professor der TU Berlin, Direktor des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung und Gründungsdirektor des Mercator-Instituts on Global Commons and Climate Change, Sie haben als wissenschaftlicher Berater für das Klimakabinett agiert und Sie haben zu entsprechenden Gutachten des Sachverständigenrats zur Beurteilung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung beigetragen. Das ist ja der Kernpunkt, auch von Ihrer Vorlesung vermute ich, dass es nicht nur um den CO2-Preis geht, sondern es geht darum, wie man den sozialverträglich auch wirklich umsetzen kann. Aber trotzdem muss was passieren. Das Klimawandel aufhalten geht ja nicht, wenn nichts passiert. Und diese Balance, das ist, glaube ich, die Kunst und da ist Ihr wissenschaftlicher Beitrag hervorragend. Wir sind als Universität durch die starken Ingenieurwissenschaften, aber auch die Kompetenzen der Digitalisierung, unsere sozialwissenschaftlichen Kompetenzen, die Nachhaltigkeits- und Umweltwissenschaften sowie die lösungsorientierten Wirtschaftswissenschaften ideal dafür aufgestellt, Gastgeber
für heute Abend, für diesen Diskurs zu sein, für diesen Diskurs auch im weiteren Sinne, den wir für Berlin mit fortführen wollen. Ich freue mich nun auf die Präsentation von Herrn Kollegen Edenhofer und die Debatte im Anschluss. Auf dem Podium, ich sage es nur noch mal vorneweg, werden gleich diskutieren Luisa Neubauer von der Friday for Future Bewegung, von Silke Kerstin, die als Klimaexpertin des Handelsblatts da ist, Herr Jakob von Weizsäcker vom Bundesfinanzministerium, Chefökonom im Bundesfinanzministerium, und Karl-Martin Welke, Präsident des Verbands Deutscher Maschinenanlagenbauer. Ein herzliches Dankeschön Ihnen im Voraus. Sie werden nachher noch mal genauer vorgestellt. Ich wünsche Ihnen eine spannende Veranstaltung. Herr Edenhofer, bitte. Vielen Dank, Herr Thomsen, für die warmherzige Einladung und auch schon die Einführung ins Thema. Und eigentlich bliebe mir nicht viel zu sagen, weil wahrscheinlich alle hier im Raume Ottmar Edenhofer kennen, von ihm gehört haben, von ihm gelesen haben, was auch immer. Deshalb lassen Sie mich eine kleine Runde machen, nämlich erstens congratulations, Herr Präsident. Auch Ihre Universität macht mit bei Covering Climate Now. Das ist eine Initiative von mehr als 250 Medienhäusern, die beschlossen haben, dass sie in dieser Woche vorwiegend Klimathematiken an Ihre Leser, Hörer oder Zuschauer bringen werden, mit einer erhöhten Aufmerksamkeit, die das Thema sowieso hat. Und die TU Berlin macht dabei mit. Deshalb auch eben mal mein Aufruf eben, dass Sie doch bitte einigermaßen twittern wollen. Ich glaube, das Thema oder den Namen Klimaökonom hat keiner von uns vor circa 10 Jahren gekannt. Aber die großen Ökonomen haben immer schon die Global Commons mit berücksichtigt oder eben halt nicht mit berücksichtigt. Und das ist etwas, worunter wir heute potenziell möglicherweise leiden, kann ich zumindest sagen, weil ich irgendwann mal in grauer Vorzeit auch mal Ökonomie studiert habe und mich immer gefragt habe, warum muss keiner dafür bezahlen, wenn wir Wasser verunstalten, wenn wir die Luft verpesten? Warum müssen wir da eigentlich nicht für bezahlen? Aber das war nur eine Frage von einer kleinen Journalistin. Ich hatte dann das Vergnügen, irgendwann mal Herrn Pachauri vom IPCC zu hören, der eine wichtige Aussage gemacht hat. Und ich denke mir, die Herrschaften, die hier alle heute sind, denken in einer ähnlichen Richtung. Es ist egal, wie schnell wir laufen, wenn es die falsche Richtung ist. Und ich denke mir, über die richtige Richtung, da wird heiß debattiert, wie wir da hinkommen, in welchen Schritten. Und es gibt ein paar Leute, die sagen, egal was wir tun, wir müssen noch schneller, ihr könnt noch schneller, ihr Alten. Guckt mal, dass ihr unsere Gangart reinkriegt. Und dann, lieber Ottmar, habe ich den großen Freund Herrn Stern gemeinsam mit dir vor 3 Jahren bei den Global Solutions auf der Bühne gehabt, respektive im Panel. Und Nicholas Stern sagte nach einer sehr anstrengenden Diskussion, wie es denn nun weitergehen sollte, wo schon mal das Thema CO2-Preis gesagt hat, wir kriegen das hin, irgendwie. Ich denke mir, die Zeit für das Irgendwie ist nicht mehr da. Einer, der seit Jahren mit der richtigen Lösung in der Tasche rumgeht, der quasi sozusagen Demonstrationsschilder gehabt hat, der in dem letzten Jahr, ich glaube, in jegliches Mikrofon gesprochen hat, was gerade noch gekommen ist, der die Kanzlerin berät, der Politiker berät, der auch noch in den letzten Tagen immer wieder versucht hat, ihr könnt tun und lassen, was ihr wollt, ihr könnt einen Bauchladen von Lösungen anbieten, aber das Wichtigste ist, gebt CO2 einen Preis. Meine Damen, meine Herren, Professor Dr. Ottmar Edenhofer, für Sie. Herr Präsident, liebe Kolleginnen, Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Wenn wir über die Frage nachdenken, was wir leisten müssen, in welche Richtung wir gehen müssen, ist es vielleicht gut, einen Augenblick innezuhalten und sich noch einmal das Kernproblem in seiner ganzen Tragweite und in seiner ganzen Wucht vor Augen zu führen.
Und ich möchte beginnen, dass ich Ihnen noch einmal nahelege, dass eines der größten Probleme des 21. Jahrhunderts aus meiner Sicht ist, dass wir als Menschheit mit den globalen Gemeinschaftsgütern in einer Weise umgehen, die den Wohlstand des 21. Jahrhunderts fundamental bedrohen wird. Wir übernutzen die Wälder, Land, die erschöpfbaren Ressourcen, die Atmosphäre und die Ozeane. Und zur gleichen Zeit erleben wir, dass wir die öffentlichen Güter, die Infrastruktur unternutzen oder dass wir sie mehr eine Unterversorgung erleben oder in der Gefahr sind, dass wir nicht genug in diese Bereiche investieren. Eine Übernutzung globaler natürlicher Ressourcen, der globalen Gemeinschaftsgüter und eine Unterversorgung mit elementaren öffentlichen Gütern. Das ist aus meiner Sicht die Grundsignatur des 21. Jahrhunderts und das ist die fundamentale Herausforderung des 21. Jahrhunderts. Und in diesem Sinne versuche ich Sie nochmal in dieser Vorlesung davon zu überzeugen, dass das Problem des Klimawandels kein Umweltproblem ist. Das Problem des Klimawandels des 21. Jahrhunderts ist die fundamentale Frage, wie wir leben wollen, was wir unter Wohlstand verstehen, was wir für ein gutes Leben halten. Das ist die Kernfrage. Und diese Kernfrage müssen wir beantworten und müssen darauf reagieren in einer Art und Weise, die gerecht ist, die effizient ist und die auch global einigermaßen durchsetzbar ist, denn immerhin, es handelt sich bei den globalen Gemeinschaftsgütern um ein globales Problem. Die Atmosphäre ist ein begrenzter Deponieraum, das mag prosaisch klingen, aber wir benutzen die Atmosphäre wie eine wilde Deponie. Wir holzen die tropischen Wälder ab, die Regenwälder. Aus dem größten Reservoir, aus der größten Senke für CO2 droht eine Quelle für CO2 zu werden. Wir zerstören das größte Biodiversitätsreservoir der Menschheit. Auch die globalen Wälder sind ein Gemeinschaftseigentum der Menschheit. Die Ozeane werden übernutzt. Wir werfen Plastikmüll ab. Wir versauern die Ozeane, wir zerstören die marinen Ökosysteme. Aus diesem Grund haben Kollegen versucht auszuloten, was denn eigentlich die planetarischen Belastungsgrenzen sind. Gibt es denn eigentlich Grenzen im Umgang mit dieser Erde? Und das scheint mir eine der ganz großen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts zu sein, dass wenn wir Wohlstand wollen, wir einerseits zu einer Selbstbegrenzung verpflichtet sind und aus dieser Selbstbegrenzung heraus neue Innovationen entwickeln müssen. Und wenn Sie sich mal diese planetarischen Belastungsgrenzen für einen Augenblick vor Augen führen, dann geht es hier nicht nur um den Klimawandel, dann geht es um die Ozeanversauerung, es geht um die Nutzung von Frischwasser, es geht um Biodiversität, um das Aussterben oder Ausrotten von Arten. Es geht also darum, wie wir in diesen planetarischen Belastungsgrenzen Pfade finden, die uns die natürliche Integrität erhalten und trotzdem einen Weg weisen zum Wohlstand des 21. Jahrhunderts. Und jetzt ist doch die Kernfrage folgende. Was machen wir eigentlich, wenn wir planetarische Belastungsgrenzen definieren? Und meine Kernthese ist, wenn wir planetarische Belastungsgrenzen definieren, dann verteilen wir grundlegende und fundamentale Nutzungsrechte auf dem Planeten neu. Und das möchte ich Ihnen an dem Beispiel des Klimawandels und der Atmosphäre deutlich vor Augen führen. Sie sehen hier ein einfaches Bild, die Aufnahmefähigkeit der Atmosphäre. Und ich habe hier 800 Gigatonnen hingeschrieben, das dürften wir noch in der Atmosphäre ablagern. Wenn wir die 1,5 Grad Grenze einhalten wollten, sind es nur noch 400 Gigatonnen. Bei 2 Grad ist es ein bisschen mehr. Aber das ist nicht das Entscheidende, wo genau nun die Grenze für den Deponieraum der Atmosphäre ist, sondern entscheidend ist, dass dieser Deponieraum
begrenzt ist. Und wenn Sie sich dann hier nochmal anschauen, wie viele fossile Ressourcen wir im Boden haben, 15.000 Gigatonnen CO2, dann sehen Sie, dass gemessen an der begrenzten Aufnahmefähigkeit der Atmosphäre ein Überangebot an fossilen Energieträgern besteht. Und jetzt würde ich Sie mal bitten, ein ganz kurzes Gedankenexperiment zu wagen. Stellen Sie sich mal vor, die Welt wäre genau umgekehrt. Wir könnten noch 15.000 Gigatonnen in der Atmosphäre ablagern und wir hätten noch 800 Gigatonnen in Form von Kohle, Öl und Gas im Boden. Wie sähe dann die Welt aus? Nun, es gäbe vor allem keine Climate Lecture. Das wäre zu verkraften, denn ich nehme an, alle von uns hätten auch genügend andere Verwendungsweisen für diesen schönen Septemberabend. Aber das Entscheidende wäre, stellen Sie sich mal vor, wie ein Wirtschaftsminister, ein deutscher Wirtschaftsminister reden würde im Parlament, wenn diese Welt so wäre, dass wir nur noch 800 Gigatonnen im Boden hätten und 15.000 Gigatonnen in der Atmosphäre. Was würde er sagen? Er würde sagen, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir werden in den nächsten Jahren einen drastischen Anstieg der Öl-, Gas- und Kohlepreise erleben und die Steigerung der Energieeffizienz um das Achtfache. Der Ausbau der erneuerbaren Energien auf 100% ist ein Gebot der internationalen Wettbewerbsfähigkeit. Länder, die zurückbleiben, die diesen technischen Innovationswettlauf nicht bestehen, werden sich auch den Wohlstand des 21. Jahrhunderts nicht sichern können. Und ich bin sicher, er würde dafür übermäßigen Applaus von allen Seiten bekommen. Jetzt ist aber diese Welt nicht so. Die Welt ist so, dass wir 15.000 im Boden haben, 800 in der Atmosphäre. Das heißt mit anderen Worten, die Ressourcenpreise werden nicht steigen. Und die internationalen Ressourcenmärkte werden uns nicht wie von selbst auf den Pfad der klimapolitischen Tugend zwingen. Es ist eine einmalige Menschheitsaufgabe, dass uns weder die Natur noch die Ressourcenmärkte noch Gott zu etwas zwingen. Die Menschheit muss aufgrund von freier Vereinbarung in Einsicht in wissenschaftliche Zusammenhänge ein internationales Abkommen zustande bringen, das aus einer wilden Deponie genannt Atmosphäre ein globales Gemeinschaftseigentum der Menschheit macht. Das ist die Aufgabe der Klimapolitik im 21. Jahrhundert. Das ist nicht Umweltpolitik, das ist Sicherung unserer gesamten Lebensgrundlagen. Wie schaffen wir das? Diese internationale Vereinbarung benötigen wir. Und ich könnte jetzt lange darüber sprechen, wie schwer es ist, internationale Vereinbarungen zustande zu bringen. Dass Länder nicht aussteigen, sondern dabei bleiben. Aber ein Ergebnis, vielleicht nicht das einzige, aber ein wichtiges Ergebnis muss diese internationale Vereinbarung zustande bringen. Sie muss CO2 einen Preis geben. Und denken Sie jetzt bitte nicht, dass das eine so typische akademische Ökonomenidee ist. Und ich möchte Ihnen jetzt erläutern, warum das unverzichtbar ist, dass wir CO2 einen Preis geben. Was macht ein CO2-Preis? Ein CO2-Preis erzeugt Anreize für Innovationen, für CO2-freie Innovationen. Und zur gleichen Zeit drängt ein CO2-Preis die Nutzung der fossilen Energieträger zurück. Er schafft Einnahmen, mit denen man dann zum Beispiel Investitionen tätigen kann in andere öffentliche Güter, in die Social Commons, aber auch in die Entlastung derjenigen, die von einer CO2-Bepreisung übermäßig belastet werden. Lassen Sie mich mal ganz kurz erläutern, was es heißt, Innovationen anzureizen. Und hier zeigt sich schon, welche enorme Bedeutung dieser CO2-Preis hat. Das sehen Sie hier auf diesem Bild. Es geht nämlich darum, dass im Verlauf der nächsten Dekaden der CO2-Preis dem technischen Fortschritt eine neue Richtung geben muss. Was heißt das eigentlich, dem technischen Fortschritt eine neue Richtung geben? Ich bitte Sie mal ganz kurz auf dieses Bild zu blicken.
Hier sehen Sie bei den schwarzen Punkten die Wachstumsrate der CO2-Emissionen und Sie sehen, über die gesamten 3 Dekaden war diese Wachstumsrate positiv. Und dann sehen Sie die Treiber dieser Wachstumsrate, Bevölkerung, Wirtschaftswachstum. Und dann sehen Sie 2 wichtige Komponenten, nämlich die Energieintensität und die Kohlenstoffintensität. Und Sie sehen, in allen 3 Dekaden ist die Energieintensität gesunken oder der Kehrwert wäre die Energieproduktivität dank des Erfindungsreichtums der Ingenieure, dank der Institutionen wie der Technischen Universität Berlin, ist die Energieproduktivität gestiegen. Das heißt mit anderen Worten, wir leben heute in besser gedämmten Häusern, aber zur gleichen Zeit leben wir in größeren Wohnungen. Wir fahren mit effizienteren Autos, aber die Autos sind schwerer und wir fahren mehr. Mit anderen Worten, die Steigerungen der Energieproduktivität sind überkompensiert worden, vor allem durch das Wirtschaftswachstum und durch das Bevölkerungswachstum. Und dann sehen Sie hier diesen grünen Balken, das ist die Kohlenstoffintensität. Das ist der Kohlenstoffgehalt einer Primärenergieeinheit, die ist bei der Ölkrise gesunken. Aber heute stehen wir in einer ganz anderen Situation, dass wir weltweit eine Kohlerenaissance sehen, die den gesamten Planeten nicht dekarbonisiert, sondern karbonisiert. Worauf es jetzt ankommt, ist, dem technischen Fortschritt eine neue Richtung zu geben, dass nicht mehr nur das Einkommen pro Kopf gesteigert werden kann, sondern dass die Energieintensität weiter sinkt. Es bedarf einer dramatischen Absenkung der Kohlenstoffintensität. Und dieses dramatische Absenken der Kohlenstoffintensität ist nur möglich, wenn es einen Mechanismus gibt, der die Nutzung der fossilen Energieträger zurückdrängt. Und das kann nur geschehen durch einen Preis für Kohlenstoff. Denn hätten wir keinen Preis für Kohlenstoff, dann würden wir die Energieeffizienz von Autos weiter steigern, aber es gäbe keinen Mechanismus, der uns darin bremst, mehr zu fahren und schwerere Autos zu fahren. Es geht also nicht darum, dass der CO2-Preis Leute gängelt, es geht vor allem darum, dass der CO2-Preis dem technischen Fortschritt eine neue Richtung gibt. Und ich finde, das ist eine fantastische Aufgabe für eine Institution wie der Technischen Universität Berlin und auch anderer technischen Universitäten. Aber die Ingenieure werden nur dann zum Ziel kommen, die Ingenieure werden nur dann sehen, dass die Emissionen sinken, wenn dieser CO2-Preis steigt, und zwar so, dass er die Knappheit der Atmosphäre zum Ausdruck bringt. Das ist die fundamentale Aufgabe des 21. Jahrhunderts, in den Entscheidungen der Investoren, in den Entscheidungen der Konsumenten, in den Entscheidungen der Banken muss die Knappheit der Atmosphäre eine Rolle spielen. Und die kann man nicht dadurch implementieren, dass man es den Leuten erzählt, sondern sie brauchen einen Indikator, den sie in ihren täglichen Entscheidungen mit einbringen können. Und das ist nach Lage der Dinge der CO2-Preis. Wenn Sie mir gestatten, alles, was ich heute sage, ist in einem kleinen Büchlein versammelt, dessen 2. Auflage vor wenigen Tagen erschienen ist. Das können Sie dort nachlesen. Ich verspreche Ihnen, das ist der einzige Werbeblock in meinem Vortrag. Aber wer es nachlesen will, der kann es nachlesen und vor allem ein Teil der Folien ist auch dort enthalten. Damit habe ich aber jetzt schon gesagt, was die internationale Gemeinschaft leisten muss. Die internationale Gemeinschaft muss ein Abkommen zustande bringen. Dieses Abkommen muss einen Preis implementieren. Dieser Preis muss die Knappheit der Atmosphäre zum Ausdruck bringen. Er muss dem technischen Fortschritt eine neue Richtung geben und er muss Einnahmen erzeugen. Und das ist die gute Geschichte. Das ist das Positivum dieser CO2-Bepreisung, dass Sie hier sehen, dass die CO2-Preise, die auf dem gesamten Planeten erzielt werden, ein Trillion-Dollar-Business ist. Mit diesem Trillion-Dollar-Business werden zum einen die Wertverluste der Besitzer von Kohle, Öl und Gas für die Gesellschaft als Ganzes überkompensiert, aber es entstehen nun Mittel für Infrastrukturinvestitionen, für öffentliche Güter und auch für die Entlastung. Das heißt mit anderen Worten, wir müssen im Großen und Ganzen keine Angst davor haben, CO2-Preise einzuführen. CO2-Preise sind auch nicht Instrumente, die der Wirtschaft am Ende des Tages eine Zwangskette umbinden. CO2-Preise schaffen neue Innovationsmöglichkeiten. Sie geben dem technischen Fortschritt eine Richtung, der tatsächlich in der Lage ist, den Wohlstand des 21. Jahrhunderts zu sichern. Das war die Aufgabe des Paris-Abkommens und das Paris-Abkommen hat diese Aufgabe
mehr schlecht als recht gemeistert, aber immerhin, es gibt ein solches Abkommen. Wie müsste man auf der internationalen Ebene weiterverfahren? Nun, jedes Land könnte einen Mindestpreis für CO2 festlegen. Und ein Preis über alle Länder hinweg, ein gleicher CO2-Preis, ist nach Lage der Dinge nicht möglich, weil das in hohem Maße sozial ungerecht wäre. Warum sollte ein Land wie Nigeria den gleichen Preis erheben wie Deutschland? Deswegen braucht es einen internationalen Ausgleichsmechanismus, einen Länderfinanzausgleich. Dafür haben wir im Prinzip die Struktur im Green Climate Fund. Wenn Länder ihre Preise erhöhen wollen, müssen ihnen dann die Kosten für den Umbau ihrer Landwirtschaft und ihrer Energiesysteme erstattet werden. Ohne einen solchen globalen Länderfinanzausgleich gibt es keine globale Solidarität. Ohne einen solchen globalen Länderfinanzausgleich gibt es auch keine faire Bewirtschaftung globaler Gemeinschaftsgüter. Wir können zeigen, dass dieser Mechanismus von CO2-Preis und Länderfinanzausgleich eine große Koalition für den Klimaschutz zustande bringen kann. Das ist aus meiner Sicht auf globaler Ebene die entscheidende Aufgabe. Und jetzt stellt sich die Frage, wie bekommen wir das jetzt hin, dass die Europäische Union, Deutschland, andere Nationalstaaten hier mitmachen? Und da gibt es eine gute und eine schlechte Nachricht. 50% aller weltweiten Emissionen sind zu einem CO2-Preis von null zu haben. Und nur 10% sind bepreist, die in etwa so mit dem 2-Grad-Ziel konsistent sind. Das heißt mit anderen Worten, da gibt es viel zu tun. Aber umgekehrt, Deutschland ist mit den Bemühungen, eine CO2-Bepreisung einzuführen, keineswegs allein. Wie sieht also die Situation in der Europäischen Union und Deutschland aus? Und damit bin ich jetzt bei den Entscheidungen, die heute Nacht und morgen im Klimakabinett anstehen. Der Präsident hat schon darauf hingewiesen, wie sehr Fridays for Future die nationale und europäische Debatte um den Klimaschutz verändert hat. Aber es war nicht nur Fridays for Future, es war auch die Europäische Union. Irgendwann wurde in der Europäischen Union eine Vereinbarung unterschrieben, die den technokratischen Namen European Effort Sharing Regulation trägt. Und diese European Effort Sharing Regulation besagt im Kern, dass zwischen heute und dem Jahr 2030 die Emissionen in den Sektoren Verkehr, Wärme, Gebäude und Landwirtschaft um 38% sinken müssen. Und darüber hinaus wurde jedem EU-Mitgliedstaat ein Budget vorgegeben, das er einhalten muss. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Länder, die dieses Budget, diese Zielvereinbarung nicht einhalten können, müssen dann von anderen EU-Mitgliedstaaten Zertifikate kaufen. Wenn Sie sich das mal hier anschauen für Deutschland, dann sehen Sie, die rote Linie, das ist das, was die Regierung glaubt, dass sie erreicht. Und dann ist die blaue Linie, die weiß-blaue Linie, jene Linie, die sie erreichen müsste. Und Sie sehen, da spannt sich eine Lücke auf. Und wenn Sie sich mal vorstellen, wir müssten Zertifikate bei anderen EU-Mitgliedstaaten zu einem Preis von 50 Euro pro Tonne CO2 kaufen, dann ergibt das etwa im Haushalt des Finanzministers eine jährliche Transferzahlung von 3 Milliarden. Wenn es bei den anderen auch noch knapper wird und es sind 100 Euro, dann gibt es 6 Milliarden. Zwischen 3 und 6 Milliarden, das ist eine Schätzung, müsste dann der Finanzminister an andere europäische Mitgliedstaaten zahlen. Das ist viel Geld. Das ist in etwa das Aufkommen der Stromsteuer. Und deswegen ist die Bundesregierung nervös geworden, weil es jetzt um die Frage geht, wollen wir tatsächlich die Strafzahlungen leisten oder wollen wir in Deutschland Emissionen reduzieren? Und wir vermuten, dass man in Deutschland die Emissionen billiger reduzieren kann als für 50 oder sogar 100 Euro. Aber egal, was dieses Klimakabinett am Freitag entscheidet, dieses Thema kann man nicht aussitzen. Denn einerseits werden Strafzahlungen fällig und zum anderen wird Fridays for Future so lange auf die Straße gehen, bis ein überzeugendes Klimapaket auf dem Tisch liegt. Wie könnte man das jetzt anpacken?
Wir haben in unserem Gutachten zwei Szenarien exploriert und ich will jetzt hier nicht auf die technischen Details eingehen. Mir ist nur wichtig zu sagen, man kann beide Wege gehen. Man kann einen Steuerpfad festlegen, man kann auch ein nationales Emissionshandelssystem einführen. Man kann auch die beiden Systeme miteinander kombinieren. Man könnte zum Beispiel einen Fixpreis sofort einführen und dann die Zertifikate schrittweise handelbar machen. Warum haben wir in diesen Gutachten das offen gelassen? Warum haben wir uns dem verweigert zu sagen, wir sind für eine Steuer oder für einen Emissionshandel? Das haben wir deswegen gemacht, weil wir für die Koalitionspartner die Möglichkeit offen gelassen haben, wie der Kompromiss aussehen könnte. Aber wir können zumindest sagen, wie immer der Kompromiss aussieht, wie immer die Kombination aussieht, eines muss der Kompromiss leisten. Es braucht einen überzeugenden Einstiegspfad und dieser Preis, dieser CO2-Preis muss steigen. Wenn morgen herauskommt, die Koalitionsparteien haben sich auf 20 oder 30 Euro geeinigt und dann bleibt der Preis für 5 Jahre konstant, dann wird man sagen müssen, dieses Klimapaket erfüllt seinen Zweck nicht. Es ist unzureichend. Es muss nachgebessert werden. Wie sähe das aus bei einem Steuerpfad 50 Euro pro Tonne CO2, 2030 in etwa 130 Euro, um die europäischen Verpflichtungen zu erreichen? Es ist ja klar, nach 2030 wird es weitergehen. Wir müssen dann nämlich bis zum Jahr 2050 CO2-Neutralität erreichen. Dieser Steuerpfad ist zunächst einmal das Minimum, das erbracht werden muss, damit wir zumindest europäische Verpflichtungen einhalten. Es geht nicht darum, dass Deutschland Vorreiter ist, sondern es geht darum, dass Deutschland die Verpflichtungen einhält, die es eingegangen ist. Bei einem Emissionshandel könnte man einen höchsten, einen Mindestpreis festlegen, der in einem Preisband aufwächst. Und hier ist die entscheidende Frage und das entscheidende Problem, egal wie die technische Ausgestaltung aussieht. Die Politik muss zeigen, dass sie sich glaubwürdig selbst binden kann. Wenn es der Politik nicht gelingt, einen überzeugenden Preispfad festzulegen, der den Investoren und den Haushalten zeigt, was auf sie zukommt, auch dann werden wir sagen müssen, es ist ein grundlegendes Problem in demokratischen Gesellschaften, dass Regierungen Schwierigkeiten haben zur glaubwürdigen Selbstbindung. Und ich hoffe sehr, dass wir am Freitag sehen werden, dass sich die deutsche Bundesregierung glaubwürdig so binden kann, dass es ihre europarechtlichen Verpflichtungen einhalten kann. Als Wissenschaftler müssen wir immer mit Unsicherheiten umgehen. Wenn man als Wissenschaftler Politikberatung betreibt, dann gibt es immer viele Einflüsterer, die sagen, die Politik kann mit Unsicherheit nicht umgehen. Ihr müsst lernen, als Wissenschaftler eine Zahl, ein Jahr zu sagen, sonst kann der politische Prozess das nicht verarbeiten. Wir haben uns dem verweigert. Wir sind der Auffassung, dass wir der Politik Unsicherheiten zumuten müssen. Warum müssen wir denen die zumuten? Weil wir selber nicht genau wissen, Sie sehen an diesem Bild, wie stark Konsumenten und Investoren auf Preiserhöhungen reagieren. Es gibt in der wissenschaftlichen Literatur eine große Bandbreite. Aber was bedeutet das für die Politik und was bedeutet das für die Wissenschaft, der Umgang mit Unsicherheit? Ich glaube, es bedeutet vor allem eines, dass wir Institutionen benötigen, die in der Lage sind, zu lernen. Wir werden diese Preise anpassen müssen, wir werden mit den Unsicherheiten umgehen und wir müssen ehrlich damit sein, was wir den Leuten versprechen und was wir den Bürgern nicht versprechen. Und ich glaube, was mich sehr ermutigt ist, auch an Fridays for Future, dass Menschen zeigen, dass sie bereit sind, mit Unsicherheiten zu ertragen und einen Lernprozess einzugehen. Und ich würde mir wünschen, dass die Politik eine Fähigkeit zur Kommunikation hat, dass sie den Bürgern schlicht und einfach die Wahrheit zumutet. Wer als Klimaökonom oder als Klimaforscher mit Politikern spricht,
Da wird von den Politikern immer wieder darauf hingewiesen, dass Politik das Geschäft des Kompromisses ist. Und ich bejahe das Geschäft der Politik als Kompromissfindung voll und ganz. Die Frage ist nur, ob es ein guter Kompromiss oder ein fauler Kompromiss ist. Aber wir haben die Verpflichtung als Wissenschaftler, uns auch auf die Fragen der Politiker einzulassen. Und eine Kernfrage der Politik ist, wie ist es denn eigentlich mit der Wettbewerbsfähigkeit? Wird die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft beeinträchtigt, wenn wir einen CO2-Preis haben? Müssen wir mit dem Verlust von Arbeitsplätzen rechnen? Und ich finde das eine zutiefst legitime Frage. Das ist ein etwas kompliziertes Bild, aber dieses Bild sagt im Kern Folgendes. Die meisten Sektoren, die energieintensiv sind, die von einer CO2-Preiserhöhung betroffen sind, sind ohnehin schon im Emissionshandel integriert. Luft- und Schifffahrt sind immer noch ausgenommen. Und vor allem das Dienstleistungsgewerbe hat relativ geringe Belastungen. Und dort, wo die Belastungen hoch sind, können Unternehmen die Preiserhöhungen abwälzen auf Konsumenten. Und das ist auch richtig, dass sie auf Konsumenten abwälzen, denn nur wenn das möglich ist, gibt es auch auf den anderen Märkten ein Preissignal, auf das Menschen, Konsumenten reagieren können. Jetzt könnten Sie sagen, aber das ist doch ungerecht. Wieso werden die Unternehmen entlastet und wieso wird die Preisanpassung vor allem den Konsumenten zugemutet? Sie wird ja nicht zu 100% den Konsumenten zugemutet, sondern teilweise, aber darin ist ein Körnchen Wahrheit. Und dieses Körnchen Wahrheit besteht darin, dass auch Politiker sagen, ein CO2-Preis belastet überproportional die Menschen mit geringem Haushaltseinkommen. Ein CO2-Preis als solches ist sozial ungerecht. Und das stimmt. Warum stimmt das? Weil einkommensschwache Haushalte überproportional viel für Strom und Wärme ausgeben. Das heißt mit anderen Worten, ein CO2-Preis, der keine Rückerstattung ermöglicht, der die negativen Verteilungswirkungen des CO2-Preises nicht kompensiert, ist auch politisch nicht durchsetzbar. Wir haben deswegen drei Szenarien gerechnet. Ein Szenario, die Einnahmen aus CO2 werden den Menschen einfach pro Kopf gleich zurückverteilt. Und Sie sehen, dass allein dieser simple Mechanismus die geringverdienenden Haushalte entlastet, so entlastet, dass es für sie ein Positivgeschäft wird. Jetzt wissen wir, dass die Klimadividende, diese Pro-Kopf-Rückerstattung aus vielerlei politischen Gründen nicht möglich ist. Also haben wir ein anderes Szenario gerechnet, nämlich die Absenkung der Stromsteuer und die Finanzierung des sogenannten erneuerbaren Energiengesetzes nicht durch den Strompreis, sondern durch die Einnahmen aus der CO2-Bepreisung. Und wir stellen fest, das hat ähnliche, fast gleiche Verteilungswirkungen. Als wir das den Politikern erklärt haben, waren sie immer noch nicht zufrieden. Sie haben gesagt, ja, wie ist denn das mit Stadt und Land? Vertieft denn der CO2-Preis nicht die Spaltung zwischen Stadt und Land? Wir konnten in den empirischen Daten feststellen, der Unterschied in der Belastung von Stadt und Land ist gering. Wer belastet wird, das sind Pendler, Besitzer von Ölheizungen und Einpersonenhaushalte. Aber der Großteil der Einpersonenhaushalte lebt in den Städten. Pendler gibt es auch in den großen Metropolregionen. Das ist keine Frage von Stadt und Land. Und dort, wo Härtefälle auftreten, kann man sie auch entsprechend kompensieren. Das Verteilungsproblem ist ernst zu nehmen, aber es gibt eigentlich keine Ausrede dafür, weil wir in der Tat glaubwürdige, belastbare Kompensationsmaßnahmen eruiert haben. Die entscheidende Frage ist auch hier wieder, ist die Politik in der Lage, sich so selber zu binden, dass Menschen das Vertrauen in die Politik haben. Und das ist eine der fundamentalen Einsichten, empirischen Einsichten, überall dort, wo CO2-Preise erfolgreich eingeführt worden sind, hohe CO2-Preise, musste ein Vertrauen zwischen Bürgern und Regierung bestehen. Die Regierung musste transparent machen, was sie mit den Einnahmen macht. Der letzte Einwand der Politik in der Kompromissfindung war, man kann nicht auf der einen Seite den Leuten aus der linken Tasche über eine CO2-Bepreisung Geld ziehen und ihnen dann in die rechte Tasche das als Rückerstattung wieder zurückgeben. Das neutralisiert doch die Lenkungswirkung. Wenn Sie eine Minute darüber nachdenken, werden Sie feststellen, das Argument ist nicht tauglich. Denn die Belastung mit der CO2-Bepreisung hängt ab oder bindet sich an den CO2-Verbrauch.
Die Rückverteilung geht über einen anderen Mechanismus, zum Beispiel geringes Einkommen. Und wir konnten empirisch zeigen, dass der überwiegende Teil der Lenkungswirkung erhalten bleibt und nur ganz minimal modifiziert wird, wenn Menschen am Ende des Tages mehr Einkommen zur Verfügung haben. Lassen Sie mich schließen mit der Frage, ich habe viel geredet, was die Politik, was die Bundesregierung tun soll, und stellen wir am Schluss die Frage, und wir, die Bürger, der Einzelnen. Gibt es denn eine ethische, moralische Verpflichtung, treibhausneutral zu leben? Und ich würde sagen, niemand kann heute in einer Volkswirtschaft wie der unseren individuell treibhausneutral leben. Was möglich ist, ist, was ich jetzt mal etwas geschwollen nennen würde, ein antizipatorischer Lebensstil. Ich kann ein Zeichen setzen. Ich kann sagen, ich lebe heute schon so, wie wenn wir in einer treibhausneutralen Gesellschaft leben würden. Ich esse weniger Fleisch, ich fliege weniger. Aber eine verändernde Kraft wird dieser Lebensstil nur entfalten, wenn wir zugleich von der Politik die Änderung der Rahmenbedingungen fordern. Das ist die entscheidende Frage jeder künftigen Bewegung. Wir müssen von der Politik einfordern, dass die Rahmenbedingungen verändert werden, und wir können nicht ein politisches Problem dann abwälzen auf Einzelne und ihnen moralische Verpflichtungen auferlegen, die gar nicht erfüllbar sind. Was also, so frage ich zum Schluss, sind denn gute Institutionen? Und hier möchte ich zwei Zitate bringen von Denkerinnen und Denkern, die mir in meinem Nachdenken über dieses Problem Fundamentales gesagt haben. Einmal Elena Ostrom, die hier an dieser Stelle die Climate Lecture gehalten hat. Sie sagt, Institutionen sollen im Menschen das Beste hervorbringen. Institutionen sollten Menschen fordern. Und Oswald von Nell-Breuning sagt, Institutionen sollten Menschen nicht überfordern, weil Moral eine knappe Ressource ist. Und es ist vielleicht auch eine Altersfrage, je älter man wird, umso mehr spürt man, dass Moral in der Tat eine knappe Ressource ist. Es geht also um die Frage, wie sehen Institutionen aus, die uns fordern, aber nicht überfordern. Das ist die Kernfrage. Und das ist auch die Frage, wie dieser Drahtseilakt gelingen kann. Und ich glaube, wir müssen über vier Ebenen der Klimapolitik sprechen und auf allen vier Ebenen Lösungen haben. Auf der internationalen Ebene müssen wir das Kooperationsproblem lösen. Die Europäische Union muss Institutionen schaffen, durch die die europäischen Mitgliedstaaten kooperieren können und durch die die Europäische Union in den internationalen Verhandlungen ein verstärktes Gewicht einbringt. Die Bundesregierung sollte eine CO2-Bepreisung einführen und einen effektiven europaweiten Emissionshandel implementieren. Und wir Bürger, wir können uns mit guten Institutionen klimagerecht verhalten, ohne dass unsere Anstrengungen am Ende des Tages zunichte gemacht wird. Deswegen plädiere ich für einen CO2-Preis. Nicht, weil er effizient ist. Ich plädiere für einen CO2-Preis, weil er für mich eine Institution ist, die uns fordert, aber nicht überfordert. Und mein Appell an diesem Tag geht an die Politik. Die Politik sollte uns Bürger fordern, aber nicht überfordern. Sie sollte mit uns Klartext sprechen und sie sollte sagen, wozu es Klimapolitik bedarf. Sie sollte uns deutlich machen, dass sie willens und in der Lage ist, Institutionen einzurichten, die uns fordern, aber nicht überfordern. Wir sollten endlich begreifen, dass die Politik eine unverzichtbare Verantwortung hat. Aber wir Bürger sollten den Politikern sagen, wir sind bereit, mit ihnen diese Verantwortung zu tragen und diesen Weg mitzugehen. Ich danke Ihnen.
Ich wage es kaum, hier auf die Bühne zu kommen, weil dieser Applaus Herrn Edenhofer natürlich gehört und der gleich auch wieder aufs Panel kommt. Auf dem Weg, das Panel vorzustellen, würde ich gerne ein Bild mit Ihnen teilen. Ein Bild, das gestern Abend aufgenommen ist und auf dem EUREF-Campus Brigitte Knopf grinst als Chefin des Mercator-Instituts. Also sie hat es mit aufgenommen oder mitverteilt. Was Sie da sehen, sind 8 Jahre. 8 Jahre, die wir noch haben, wenn wir denn die richtigen Maßnahmen treffen, um potenziell in einem 1,5-Grad-Jahrhundert zu leben. 8 Jahre ist keine lange Zeit. Was dazu notwendig ist, das werden jetzt unsere Panelisten mit uns besprechen. Und ich würde jetzt gerne in der Reihenfolge, in der wir Sie hier hinsetzen, Sie auf die Bühne bitten. Jakob von Weizsäcker an meine rechte Seite, der Leiter der Grundsatzabteilung im Bundesministerium der Finanzen, Chefökonom dort und ehemaliger Abgeordneter des Europaparlaments, was vielleicht keine schlechte Information ist. Wenn Sie an meine rechte Seite kommen würden, würde ich mich freuen. Sie können den Herrschaften auch... Ein Gesicht, das uns allen inzwischen sehr vertraut geworden ist, Luisa Neubauer, Klimaschutzaktivistin, Fridays for Future, irgendwann mal Studentin und jetzt eine der Symbolfiguren für die aktiven jungen Leute und auch älteren Leute, die sagen, wir müssen was tun. Bitte Luisa, bitte Frau Neubauer. Den Herrn Professor Edenhofer hätte ich gerne in der Mitte. Sie haben schon gehört, ich bin Journalistin, immer noch vom Herzen. Und deshalb liegt es mir natürlich auch daran, dass wir eine Vertreterin der Presse, derjenigen, die mehr und mehr über Klimathemen berichten, hier und heute haben. Silke Kersting ist hier, sie ist Journalistin beim Handelsblatt hier in der Hauptstadt und schreibt sich die Finger wund. Gut, dass Sie jetzt gerade nicht an Ihrem Laptop sitzen. Bleibt der Mann der Praxis. Karl-Martin Welker, Präsident des Verbandes Deutscher Maschinen- und Anlagenbau, VDMA, gerade hierher gekommen, umweltneutral mit der Deutschen Bahn gefahren und vor allen Dingen pünktlich, toll, dass Sie da sind. Vielen, vielen Dank. Sie werden verzeihen, dass ich Luisa die erste Frage stelle. Solche Zeitungsausschnitte sieht man nicht jeden Tag. Das ist Luisa in der Diskussion mit einem der Vordenker immer noch der Grünen. Ich glaube, Luisa, darf ich hier das rote Mikrofon reichen? Seitdem du bei Fridays for Future bist, hat sich wahnsinnig viel getan. Hast du das Gefühl, nicht nur weil morgen 400 unterschiedliche Aktionen hier in Deutschland sein werden, weil rund um den Globus Menschen wirklich auf die Straße gehen und sagen, wir müssen was tun. Hast du das Gefühl, dass ihr mit eurer Botschaft nicht nur ankommt, sondern auch etwas bewegt? Und wenn was? Du hast weniger als eine halbe Stunde. Mein Eindruck ist, dass wir zumindest ein Stück weit eine Gesellschaft bewegen. Was die Bundesregierung betrifft, bezweifle ich das gerade noch. Aber wer weiß, was sie gerade besprechen, was morgen dabei rumkommt. Vielleicht schaffen sie es doch noch ein bisschen über sich selbst hinauszuwachsen und tatsächlich ein bisschen was zu bewegen. Ich bin mir sehr sicher, dass die Gesellschaft bereit dafür wäre. Vielen Dank. Danke auch für die Kürze der Antwort. Vielleicht ist das ein gutes Vorbild, dass wir schneller den Austausch schaffen. Herr von Weizsäcker, Ihr Chef ist wahrscheinlich jetzt in einer der vielen Sitzungen, die heute Nacht noch stattfinden werden. Sie haben mir eben zugerufen,
das, was so in der Presse schon geleakt worden ist, was draußen ist, ist nicht unbedingt das, was morgen früh verkündet werden wird. Wo hängt denn Ihr Herz? Als Ökonom und Herz ist natürlich immer schwierig. Nein. Also, da würde ich mir jetzt keine so großen Sorgen machen. Aber ich glaube tatsächlich, ist entscheidend, dass es funktioniert. Wissen Sie, die Frage 8 oder 9 Jahre, das ist nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist, dass das, was man sich da vornimmt, klimapolitisch zum Ziel führt, gesellschaftspolitisch zum Ziel führt und das im Rahmen von einem weiterhin sich vernünftig entwickelnden Wohlstand. Deshalb kann man natürlich immer, man kann dann einzelne Figuren kritisieren, aber Ottmar Innenhof hat vollkommen zu Recht darauf hingewiesen, diese ganze Sache wird scheitern, wenn nach jeder Bundestagswahl neu entschieden wird, wie sieht der CO2-Preis aus. Wenn er mal auf 150 Euro die Tonne hochgeht, dann plötzlich wieder auf 13 Euro die Tonne runtergeht. Damit werden Sie nicht glücklich, damit wird die Wirtschaft nicht glücklich und damit wird das Klima nicht glücklich. Deshalb ist die Frage, ob es solide gemacht wird, und da werden die Leute heute Nacht noch ringen im Kanzleramt, und so gemacht wird, dass es trägt, viel wichtiger als die Frage, braucht man ein Jahr länger oder ein bisschen weniger lang, auch wichtiger als die Frage, steigt man jetzt mit einem CO2-Preis X oder einem CO2-Preis Y ein. Entscheidend ist, dass der Pfad stimmt und zuverlässig funktioniert und zum Ziel führt. Und Ihr Herz? Der hängt daran, dass wir das schaffen. Das hängt daran, dass wir es schaffen. Frau Kersting, wie viel mehr schreiben Sie heutzutage über Klimathemen als noch vor 2 Jahren? Also auch innerhalb einer Redaktion und gerade möglicherweise beim Handelsblatt, was ja wirklich für, na, ich sag mal in erster Linie Unternehmenswirtschaft ausgerichtet ist, sicherlich auch andere Leute mit informiert, aber das ist sozusagen die Zielrichtung. Wie viel mehr schreiben Sie drüber und haben Sie gemerkt, dass sich die Berichterstattung in Ihrer Zeitung geändert hat? Also wenn ich das vergleiche, 2 Jahre, das ist natürlich nicht so lang. Die internationale Klimadiplomatie läuft seit, also 1992 kann man sagen, 2005 dann das Pariser Klimaabkommen, und da will ich eigentlich sagen, da hat die Berichterstattung deutlich zugenommen. In den vergangenen 2 Jahren, das hat sich weiter erhöht. Und der richtige Aufbruch kam aber tatsächlich im letzten Jahr dann mit den Demonstrationen, aber vor allen Dingen auch mit den Wahlen dann. Also nicht nur in Bayern, vor allen Dingen in Bayern, aber auch die Europawahlen, wo gesehen wurde, also Wahlen können entschieden werden mit diesem Thema Klima. Damit würde ich gerne Herrn Welker fragen, eine Studie des VDMA hat vor kurzem, und übrigens, man hört einander hier auf dem Podium nicht ganz so gut, wie hoffentlich Sie uns alle hören werden. Die Studie des VDMA hat vor kurzem einen CO2-Preis nicht nur als gut geheißen, sondern vor allen Dingen auch nördlich von 100 Euro angesetzt. Sie grinsen jetzt. Das erscheint, wenn man sozusagen das Globalbild Wirtschaft hat, sehr mutig. Also zunächst mal, wie kommen die 110 Euro zustande, die wir vorgeschlagen haben? Wir haben schlichtweg und einfach sämtliche Abgaben inklusive Umlagen auf Energie genommen, also nehmen Sie Strom, Benzin, Heizöl, Erdgas etc. und haben gesagt, was gibt es da? Da gibt es 83 Milliarden Belastungen für die Bürger. Diese 83 Milliarden haben wir schlichtweg und einfach neu aufgeteilt und haben gesagt, jetzt gehen wir mal nicht hin nach der Frage, wer hat wo welchen Strommast aufgebaut und muss jetzt Einspeisungsförderung bekommen, sondern was bedeutet das denn energetisch für uns und CO2-technisch für uns? Und dann kommen wir eben auf einen Tonnenpreis von
110 Euro und nichts anderes haben wir gemacht. Da sind wir hundertprozentig in Linie mit Herrn Professor Edenhofer. Und jetzt sind wir auch so aggressiv, man mag das Lobbyismus nennen, zu dem bekenne ich mich an dieser Stelle sehr freimütig, dass wir sagen, das Ganze müssen wir noch deutlich nach oben treiben, denn das kann nur der Anfang sein. Wir müssen, wenn wir Klima beeinflussen wollen, dann muss CO2, und wenn wir sagen, CO2 ist das oder Treibhausgase sind die entscheidenden Faktoren dafür, dann müssen wir sehr systematisch den Preis nach oben bringen. Da sind wir als VDMA, als diejenigen, die am Ende die Lösungen bringen werden, viel aggressiver als alle anderen, die unterwegs sind. Auch das möchte ich sagen. Und wir werden also dafür plädieren, dass der CO2-Preis langfristig eine Struktur bekommt, die mit stetigem Zuwachs, also die jedes Jahr den CO2-Preis nach oben treibt. Anders wird es nicht funktionieren. Nur dann bekommen wir in der Industrie auch die Sicherheit, die wir brauchen, wenn wir in Zukunft milliardenschwere Investitionen lostreten wollen. Das gilt übrigens nicht nur für die Industrie, das gilt auch, wenn Sie so wollen, für Frischwasser etc. Da müssen wir überall ran und das heißt, wir müssen langfristige Rahmenbedingungen bauen und dafür plädieren wir. Dafür haben wir übrigens auch schon vor 10 Jahren plädiert. Ich danke Ihnen vielmals und ich sehe gerade Frau Kersting auf dem Weg, sollte das Mikrofon weitergehen. Erstmal Frau Kersting, vielleicht mit einer kurzen und dann Herr Edenhofer, Sie. Ja, ich könnte, wenn Sie von 100 Euro sprechen und sagen, Sie gehen da sehr aggressiv ran, das ist schon bemerkenswert, dass sich die Unternehmen ja doch auch in den vergangenen Tagen, in den vergangenen Wochen sehr die Konzerne, ob das der Mittelstand war oder jetzt auch klar Start-up-Unternehmen, sich für einen CO2-Preis ausgesprochen haben. Also da ist große Bewegung drin und das sind auch zum Teil sind das auch energieintensive Unternehmen. Vielen Dank. Herr Edenhofer, das, was Sie uns gerade mitgeteilt haben, ein Gedankengang, der, wenn man Ihnen zuhört, extrem nachvollziehbar ist. Nicht jeder hat das Glück, Sie zu hören, schon gar nicht eine halbe Stunde, um das alles nachzuvollziehen. Und wir scheinen jetzt auch in Europa, gerade hier in Deutschland, anzufangen, dieses Glaubensprinzip an den Klimawandel auch hier zu finden. Nach dem Motto, ich glaube nicht daran. Als rationaler Wissenschaftler, es gibt durchaus Leute, die so ähnlich wie in den USA sagen, ja, was die Wissenschaftler da erzählen, glaube ich nicht. Wie können wir damit umgehen, aus Ihrer sehr rationalen Perspektive, wie können wir damit umgehen, dieses Gefühl zu vermeiden? Das ist natürlich eine schwierige Frage. Wie können wir damit umgehen? Zunächst mal die erste wichtige Unterscheidung ist, empirische Fakten werden nicht geglaubt, sondern gewusst. Und ich glaube, wir müssen an der Universität ein neues Verhältnis finden, zu reden über Fakten und Werte. Es gibt in unserer Gesellschaft eine Neigung zu sagen, über Fakten kann man vielleicht diskutieren, aber Werte, das sind einfach Entscheidungen, das sind Präferenzen. Werte sind sowas zu sagen, wie mir ist Rotwein lieber als Weißwein. Wir haben die Kunst verloren, über Werte rational zu streiten. Und wir gehen davon aus, dass in einer wissenschaftlich technisch dominierten Welt Werte eine Gefühlsäußerung sind. Aber bei Wertentscheidungen geht es nicht primär um Gefühlsäußerungen. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, vielleicht sind die Gefühlsäußerungen das weniger Wichtige. Wenn wir über Werte reden, dann reden wir über die fundamentalsten Fragen, die uns umtreiben. Wollen wir eigentlich in einer liberalen Demokratie leben oder in einer autoritären Demokratie? Das ist ein fundamentales Wertproblem, das uns in Europa nun aufgezwungen ist. Und ich glaube, mit denjenigen, die sagen, ich glaube nicht an den Klimawandel, das wäre ja alles noch zu ertragen, wenn nicht dahinter eine ganz andere Position stünde, dass die eigentlich sagen, wir lehnen die Wissenschaft ab, wir lehnen die Errungenschaften der Moderne ab,
Wir glauben nicht, dass der Mensch zur Freiheit befähigt ist und auch in der Lage ist, Freiheit verantwortlich zu leben. Der Mensch braucht sozusagen hinter diesem ganzen, die alternativen Gerede der AfD, steckt doch im Kern was ganz anderes. Da steckt ein Paternalismus, ein tiefes Misstrauen gegenüber der Freiheitswilligkeit und der Freiheitsfähigkeit von Menschen. Und deswegen geht es mir in dieser Auseinandersetzung natürlich auch darum zu sagen, der Mensch ist durch die Verbrennung von Kohle, Öl und Gas hauptsächlich dafür verantwortlich, dass die globale Mitteltemperatur steigt und er die Strahlungsbilanz der Erde beeinflusst. Und natürlich geht es dann um die drei Hauptsätze der Thermodynamik. Und wenn ein Politiker mir im Parlament eine Debatte aufzwingt, ob die drei Hauptsätze der Thermodynamik richtig sind, dann würde ich sagen, dann soll er an die Technische Universität kommen, Einführung Physik, dann soll er die drei Hauptsätze nochmal überprüfen. Aber das ist nicht ein Thema, das im Parlament verhandelt wird. Und jetzt das Letzte. Weil dem so ist, glaube ich, dass in der Debatte, die wir jetzt führen müssen, Europa führen müssen, es darum geht, wie ist unser Verhältnis zur Wissenschaft? Wie wollen wir leben? Und am Ende des Tages, was ist es uns wert, dass wir verteidigen? Und das ist die Frage, die wir jetzt beantworten müssen. Und ich glaube, dass wir in Europa uns darauf besinnen sollten, was es uns wert ist, zu verteidigen. Und ich würde sagen, liberale Demokratie, Freiheit und Gerechtigkeit, das sind Werte, die kann man rational begründen, aber nicht nur rational begründen, die sind unser aller Einsatz wert. Luisa hat schon das Mikrofon in der Hand. Frau Neubauer, Sie sind dran. Herr Welker, habe ich gesehen, hat gerade nach Atem gerungen. Also erstmal du oder Sie, Entschuldigung. Ja, spannend. Es heißt immer Luisa, also Frau Neubauer. Ja, spannend. Über Paternalismus in der Politik kann man auch noch mal anders reden. Nein, ich wollte an der Stelle, ja, das sind sicherlich auch Sexismen, die eine Rolle spielen im Großen. Nein, ich wollte die Frage nach dem Klimawandel leugnen, um einen Aspekt ergänzen, der, ich glaube, wird ganz viel in dieser Debatte außen vor gelassen. In Deutschland, auch in vielen Teilen Europas, gibt es sie ja, die Klimawandelleugner, muss man, glaube ich, auch gar nicht so sehr gendern, die sich zu Wort melden, die sich viel zu Wort melden, die mir jeden Tag E-Mails schreiben und die da sind und eine Debatte natürlich auch färben. Und tragischerweise erleben wir, dass viele von denen mittlerweile auch in unseren Parlamenten vertreten sind. Ich glaube aber nicht, dass das die einzige große Gefahr ist, sondern es gibt eine zweite. Und die begründet sich in denjenigen, die sagen, ja, wir finden Klimaschutz gut, ja, wir finden Paris wichtig und ja, wir kümmern uns. Und das sind diejenigen, die in Deutschland seit vielen, vielen Jahren regieren. Das sind viele Menschen, die bei uns in der Regierung gerade jetzt sitzen, die im Kabinett sitzen und sagen, sie würden sich kümmern und dann im nächsten Zuge Ausreden suchen. Und Menschen wie mich, junge Generationen, aber auch eine Gesellschaft ein Stück weit ins offene Messer rennen lassen. Weil diese Debatte, die wir jetzt führen, hätte man auch so vor 30 Jahren führen können. Die wurden auch damals geführt. Auch vor 20 und vor 10 Jahren. Das ist ja nichts Neues. Wir hören auch, vor 10 Jahren wurde ein CO2-Preis gefordert. Was seitdem passiert, das ist der größte Skandal. Nämlich, dass Menschen, die gesagt haben, wir machen das, wir verhandeln Abkommen und setzen uns irgendwie Ziele, sich dann zurückgelehnt haben und geguckt haben, welche Ausreden ihnen einfallen. Und das ist die zentrale Gefahr, weil das verhindert, dass Menschen sich dagegen aufbäumen, dass Menschen sich empören, weil sie denken, ja, da wird ja schon gemacht. Und solange wir das nicht demaskieren, solange wir da nicht ganz klar zeigen, auf welcher Seite stehen denn die Leute, und dann die Menschen erst befähigen, sich wirklich zu äußern, sich uns auf der Straße anzuschließen, aber auch in anderen Institutionen, werden wir nicht weiterkommen. Und an der Stelle geht es nicht um Schuldzuweisung, aber um eine ehrliche Fehleranalyse und die ehrliche Auseinandersetzung damit, wer uns gerade wie irgendwo reinrennen lässt und uns weiter von den Klimazielen wegbringt. Ja.
Herr Welker, was auch immer Sie sagen wollen und noch den kleinen Zungenschlag, ähnlich wie die Kollegin vom Handelsblatt, ähnlich wie Frau Kersting, habe ich inzwischen den Eindruck, dass teilweise die Industrie die Politik rechts oder links überholt, mehr in Richtung verbindliche Klimarahmenbedingungen geht. Das stimmt. Der Grund ist relativ einfach. Industrie braucht Sicherheit und das, was wir uns seit 2 Jahren leisten, ist genau das Gegenteil davon und damit können wir dann relativ wenig anfangen. Ich möchte eine Bemerkung machen, weil mir das, wenn wir klimapolitisch denken, die größte Sorge macht. Kam vorhin, es gibt Klimaleugner. Ich glaube, wir müssen diese Menschen mitnehmen. Menschen, die Angst haben, Menschen, die von anderer Seite, durchaus auch wissenschaftlicher Seite, Gegenteiliges hören. Und die Antwort kann nicht sein, naja, ihr seid ewig gestrig oder ihr seid AfD oder sonst was, sondern die Antwort muss, und die kann man ganz einfach geben. Lass mal denken, dass wir da Zweifel haben, dass vielleicht nicht jede Prognose und jede Weltuntergangsstimmung 100% stimmt. Aber wenn sie zumindest eine hohe Wahrscheinlichkeit hat, dass sie sein könnte, haben wir dann nicht trotzdem die Verpflichtung, das für nachfolgende Generationen zu machen? Und so müssen wir die Leute abholen für ihre Kinder, für ihre Zukunft und nicht sie in die Ecke stellen und sagen, es sind Outcast und die sind eh doof und die haben es nicht verstanden und morgen werden sie alle AfD. Denn ich warne davor, ich glaube, der Prozentzahl derer, die ihre Zweifel haben mit der Frage, wie gehen wir im Klima um, ist viel größer als der Prozentsatz, den wir an AfD-Wählern haben. Frau Kersting, eine Sekunde, behalten Sie den Gedanken. Ich würde doch ganz gerne von Herrn von Weizsäcker, die Politik ist ja jetzt mehrfach angesprochen worden, wissen, wird denn morgen, egal was jetzt heute Nacht noch passiert, und ich denke mir, da wird mal rechts und links geschoben, aber das können nur Appassus sein, der Kern muss heute stimmen, Sie werden jetzt nicht das ganze Paket umschmeißen über Nacht. Wird denn CO2-Preis im Kern da drin stecken, was wir da morgen zu erwarten haben? Wir sind ja unter uns. Also ich meine, alle hier im Raum und alle, die da im Kanzleramt verhandeln werden, heute Nacht und morgen zusammensitzen werden, wissen, dass wir einen CO2-Preis brauchen. Wir wissen auch, dass wir einen Pfad brauchen und wissen auch im Übrigen, dass der CO2-Preis alleine nicht ausreicht, dass es komplementäre Investitionen bedarf, dass es kompensatorische Maßnahmen bedarf, damit das Ganze glaubwürdig und zuverlässig und zum Vorteil der Gesellschaft in ihrer Breite funktioniert. Und in diesem Sinne, glaube ich, kann man durchaus zuversichtlich sein. Ich wollte 2 Dinge sagen. Das größte Verdienst an dem Vortrag von Herrn Edenhofer ist etwas, was er relativ klein im Vorübergehen fast gesagt hat, nämlich er hat zusammen mit den anderen Gutachtern dafür gesorgt, dass ein destruktiver Gelehrtenstreit zu der Frage, muss man den CO2-Preis durch Steuern einführen oder muss man ihn durch Zertifikate erzeugen, dahingehend gelöst wurde, dass die Gelehrten gesagt haben, wir geben uns nicht dafür her, dass dieser Streit weitergeführt wird und über diesen Streit vergessen wird, was eigentlich wichtig ist, nämlich die CO2-Bepreisung. Warum erwähne ich das? Weil ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass, wenn das gelingen soll, dass wir im breiten Konsens das hinbekommen, die Wissenschaft auch sehen muss, an welchen Stellen das aufklärerische Projekt, der Erkenntnisfortschritt dazu geführt hat, dass man sich dann am Ende eher blockiert hat, als dass man vorangehen konnte. Und das war wirklich ein Problem. Das war wirklich ein Problem. Ich habe das von Haus aus, mein Vater hat sich sehr früh um diese Fragen gekümmert, miterlebt. Und ich glaube, das ist wichtig. Wichtig ist auch, und ich sehe da im Übrigen Fridays for Future ausgesprochen positiv, dass man aufrüttelt, aber nicht dafür sorgt, dass man hinterher 2/3 der Gesellschaft zum Feind hat. Sondern man muss 2/3 der Gesellschaft zum Freund haben, damit die Sache gelingen kann.
Und deshalb ist es nicht klug, auch wenn natürlich die Versuchung groß ist, aber ich bin heilfroh, dass dieser Versuchung im Großen und Ganzen widerstanden wird für dieses schwierige Projekt. Es ist wahnsinnig wichtig, dass man sich nicht gegenseitig verteufelt. Und da nehme ich ausdrücklich Damen und Herren, die Herr Edenhofer vorhin angesprochen habe, ein bisschen aus. Aber dass man in der Breite der Gesellschaft dafür sorgt, dass man diesen Aufbruch gemeinsam wagt. Und nicht, das ist natürlich, wenn man sich überlegt, warum hat man überhaupt studiert. Ich habe erst Physik und Mathematik studiert und dann Ökonomie. Und der Hauptgrund für mich war, dass ich es toll fand, etwas zu lernen, was nicht triviale Einsichten ermöglicht. Also Einsichten, die, wenn man so will, nur wenigen vorbehalten sind. Das ist ja was Tolles. Dafür geht man an die Universität. Und dann erforscht man, manchmal hat man sogar Einsichten, die nur wenige Menschen auf der Welt in dem Moment bisher gehabt haben. Nur darf man sich nicht wundern, dann hinterher, wenn man diese Einsichten gewonnen hat, dass es eine Weile dauert, bis das die Gesellschaft durchdrungen hat. Und ich bin mir jetzt nicht sicher, ob jede Einsicht der Quantenmechanik heute schon in der breiten Gesellschaft Eingang gefunden hat. Und insofern ist es ein schwieriger Prozess, der Aufbruchsstimmung braucht, der ein wahnsinniges Engagement braucht, der aber gleichzeitig dafür sorgen muss, dass nicht diejenige, die weder Quantenmechanik noch Ökonomie noch Klimawissenschaft beherrschen, den Eindruck haben, es wird über ihre Köpfe hinweg regiert, sondern den Eindruck haben, da werden Erkenntnisse für uns genutzt. Frau Kersting, da sind wir dann für da, diese Dinge, die teilweise abstrakt sein mögen oder erscheinen mögen, wo viele Leute lange Jahre daran gearbeitet haben, zu übersetzen, verständlich zu machen. Wie schwierig ist es? Und dann noch in der Gemengelage mit der Politik. Ich wollte noch eine Bemerkung vorher machen. Ich finde auch, Wissenschaft und Wirtschaft sollten der Politik ja nicht alle Arbeit abnehmen. Also das zum Thema, wird es eine Steuer vielleicht oder wird es eher ein nationaler Emissionshandel? Aber das hat jetzt auch dazu geführt, dass die Politik sich da sehr uneins ist. Und ich bin noch nicht so zuversichtlich, was da heute Nacht und morgen bei rauskommt und dass wirklich der große Wurf da gelingt. Also zu Ihrer Frage, wenn man länger, also ich beschäftige mich ja jetzt schon eine ganze Weile mit dem Thema, dann findet man schon genügend Möglichkeiten oder Ansprechpartner, die das Thema gut aufbereiten, erklären und das Ganze übersetzt man. Das ist nicht so schwierig. Großartig, zumal wenn man einen Interviewpartner wie Edenhofer hat, dann ist das im Großen und Ganzen ein bisschen einfacher, weil man dann von A nach B nach C kommen kann und nicht von A nach F und wieder zurück. Herr Edenhofer? Ich würde gerne auf Herrn Welke und Herrn Weizsäcker ganz kurz eingehen. Also erstens mal freut es mich, dass das Anklang gefunden hat, dass wir diesen unproduktiven Gelehrtenstreit begraben haben und tatsächlich über die Optionen reden. Aber bei Ihrer Einlassung an Abinen, Herr Welker, klang das so, als würde ich jetzt hier ein Elitenprojekt vertreten wollen und sagen, also was an der Universität gedacht wird, wer da nicht mitkommt, der hat Pech gehabt. Und da muss ich jetzt schon ein bisschen was dazu sagen. Also zunächst mal bin ich der Auffassung, Klimapolitik, das darf kein Projekt der Eliten sein. Und warum darf das kein Projekt der Eliten sein? Weil in der Frage, wie wir in Zukunft leben wollen, ist jeder, der ethisch kompetent argumentieren kann, ein Experte. Es gibt keine Möglichkeit und kein Recht eines Technokraten oder Experten, anderen Leuten vorzuschreiben, wie sie zu leben haben. Das muss in einem gesellschaftlichen Ringen ausgehandelt werden. Und da ist jeder gleichermaßen kompetent. Aber, und das ist mir wichtig, wir werden diese Debatte nicht durchstehen, wenn wir nicht in der Lage sind, eine gewisse Unterscheidung zu treffen dessen, was wir als wahr anerkennen und was wir als verhandelbar anerkennen. Und ich glaube nicht, dass wir gut daran tun, uns auf ein Glatteis zu begeben, wo wir dann am Ende des Tages debattieren, ob der Kreationismus genauso gleichberechtigt ist wie die darwinistische Evolutionstheorie. Das ist aus meiner Sicht ein falscher Weg. Und ehrlich gesagt, bei allem Respekt, da muss ich mir ja nochmal vor die Klimaforschung stellen. Also
Sie sind im Maschinenbau tätig und ich glaube ehrlich gesagt, dass Sie Zeter und Mordio schreien würden, wenn zu Ihnen jemand käme und sage, ich möchte bei Ihnen arbeiten. Aber hören Sie mal zu, die drei Hauptsätze der Thermodynamik, das sind für mich fraglich. Ich glaube nicht, dass Sie dem einen Job geben würden. Und das, was wir in der Klimawissenschaft in einem 20-jährigen Indizienprozess gezeigt haben, dass der Mensch hauptsächlich verantwortlich ist für den Anstieg der globalen Mitteltemperatur, das kann unter ernsthaften Menschen nicht strittig sein. Was strittig sein kann, ist die Frage, wie wir die Lösung machen. Wollen wir denn das mit Erneuerbaren machen? Wollen wir das mit Energieeffizienz machen? Jawohl, darüber soll man streiten. Aber wir tun uns doch keinen Gefallen mit demokratischen Entscheidungsverfahren, wenn wir fundamentale, grundlegende wissenschaftliche Erkenntnisse der politischen Aushandlung anheimstellen. Das ist aus meiner Sicht ein Missbrauch dessen, und auch ein Missbrauch des Beitrags, den die Wissenschaft für diese Gesellschaft zu leisten hat. Und das will ich nur noch mal sagen. Also, und in der Frage, ich glaube, es ist für uns als Wissenschaftler fundamental, dass wir klar machen, wo sind wir uns sicher und wo sind Unsicherheiten. Aber in der Frage, hat der Mensch den Klimawandel hauptsächlich verursacht? Da gibt es keine Mehrheits- und keine Mindermeinung. Sagen Sie mir eine dieser Mindermeinungen, die in einem reputierten Journal dieses Planeten publiziert hat, dann werde ich diese Aussage zurückziehen. Sie werden keinen finden. Das ist 90% der Wissenschaftler sind der Auffassung. Das ist durch die peer-reviewte Publikation gegangen. Und wir sollten jetzt nicht so tun, als sei das etwas, was wir gewissermaßen Wahrscheinlichkeiten anheimgeben können. Eine ganz andere Frage ist, was sind denn die Gefahren des Klimawandels? Wo finden die Dürren statt? Wo werden Überschwemmungen sein? Da sind wir sehr viel unsicherer. Und da wissen wir nicht genau. Und wir wissen auch schon gar nicht genau, wie unsere Lösungen sind, weil es dort auch um Wertfragen geht. Ich finde, das sollten wir unterscheiden. Aber ich glaube, wir dürfen an einem Punkt nicht nachgeben. Da bin ich beinhart. An einem Punkt dürfen wir nicht nachgeben. Wir dürfen die Errungenschaft der Moderne nicht aufgeben, dass Menschen wahrheitsfähig und wahrheitswillig sind. Und das ist nicht ein Thema der Verhandlung. Das ist ein Thema des Ringens und der Erkenntnis. Herr Edenhofer, Sie haben Herrn Welker sehr intensiv angeschaut bei Ihren Aussagen. Herr Welker, ich weiß nicht, ob Sie sich besonders angesprochen gefühlt haben. Sie haben jetzt die Chance zu einer Replik, aber ich würde dann doch noch gerne mit dem Herrn rechts von mir mal das Zeitthema anreißen. Und mit Ihnen. Entschuldigung. Also, ich bin überhaupt nicht befähigt, die Klimaforschung in Frage zu stellen und bin auch ganz weit davon entfernt. Was wir wahrnehmen, und jetzt gucken wir auch mal über Deutschland hinweg, die Klimathematik wird in der Welt nicht so diskutiert wie in Deutschland. In Brasilien anders, in Indien anders. Herr Modi hat gerade ein Milliardenprojekt für neue Kohlekraftwerke losgetreten, etc. Und wir werden uns einem ganz anderen Disput gegenüberstehen. Und ich lese also mit großer Freude die IPCC-Reporte da. Und dann lese ich also, dass das uns 900 Milliarden US-Dollar pro Jahr kosten wird bis ins Jahr 2050, wenn wir denn den optimalen Weg finden, um den Klimawandel hinzubekommen, sprich die Treibhausgasneutralität bis 2050. Die Menschen auf diesem gigantischen Gesellschaftsumbau mitzunehmen, heißt, sie in jedem Fall mit ins Boot zu holen. Bloß nicht ausgrenzen. Wir werden scheitern, wenn wir sie ausgrenzen. Wir müssen, und da bin ich völlig bei Ihnen, offen sagen, was auf uns zukommt. Und das, was auf uns zukommt, ist manchmal so, dass ich als Vertreter der Branche, die das alles ermöglichen wird, wir werden die Turbinen bauen, der Maschinenbau wird es alles machen und ich bedanke mich schon heute für die ganzen Aufträge. Aber aber auch mir wird manchmal Angst und Bange bei dem, was wir da leisten müssen. Und noch eins, und gerade hier an der Technischen Universität, übrigens habe ich hier selber mal meinen Abschluss gemacht. Macht mich klug.
Wir müssen auch ein gewisses Vertrauen in das, was wir an technischem Fortschritt noch bringen müssen, das müssen wir kriegen. Also meine mal bloß keiner, wir haben intensiv in unseren Kreisen die Frage der Lithium-Ionen-Batterie und des neuen Antriebsstrangs im Elektroauto diskutiert. Wenn die Lithium-Ionen-Batterie die Lösung für unsere Elektromobilität ist, dann haben wir ein Problem. Wir müssen sehen, dass wir weiterkommen. Und dieser technische Fortschritt ist aber noch nicht da. Und die Frage ist, wie viel Zeit dürfen wir uns dafür geben? Und das ist der Grund, warum wir als VDMA, etwas anders als Professor Edenhofer das vorhin gesagt hat, absolut für die sektorübergreifende Bepreisung sind. Wenn wir die nicht hinbekommen, dann versuchen wir mit den begrenzten finanziellen Mitteln, die wir haben, für 1.000 Euro eine Vermeidungstonne einzukaufen, die wir an einer anderen Stelle in einem anderen Sektor für 2 Euro bekämen, dann sind wir pleite, bevor wir den Klimawandel hinbekommen haben. Also da fange ich dann an, da wird mir bange. Aber das ist ein Missverständnis. Ich bin auch für die sektorübergreifende einheitliche BO2-Preis. Ja? Und ich habe mir dafür immer viel Kritik anhören müssen. Bedauere ich nicht, aber trotzdem, also ich bin da auch der Auffassung. Wir haben noch einen Wunsch, nämlich wir würden gerne in ein paar Minuten auch mit Ihnen diskutieren. Das heißt also, wer eine Frage hat, und zwar eine kurze, gerne aufzeigen. Und dann haben wir 2 Damen, die mit dem Mikrofon zu Ihnen kommen. Die Herren auf den und die Damen, sorry, ich sehe hauptsächlich Herrengesichter da oben. Die Herren und Damen da oben haben schlechte Karten, weil die jungen Damen können noch nicht fliegen. Wenn Sie dann eine Frage stellen wollen, müssten Sie schon runterkommen. So, das gibt mir jetzt aber die Möglichkeit, noch mal ganz kurz in 2 Richtungen zu gucken, nämlich einmal zu Herrn von Weizsäcker und dann auch zu Frau Neubauer. Herr von Weizsäcker, das, was ich bei Ihnen zwischen den Zeilen höre, ist eine gewisse Gelassenheit, was das Thema Zeit angeht. Ich sage nur, dass es meine Interpretation ist, dessen, was ich bei Ihnen höre. Ich mag ja falsch liegen. Auf der anderen Seite haben wir nicht nur Fridays for Future, sondern wir haben viele Leute, die sagen, wir müssen jetzt echt was tun und wir müssen das Richtige tun. Diese Dringlichkeit, auch die Notwendigkeit, ein Überleben, vielleicht nicht für uns beide, aber durchaus für unsere Kinder und unsere Kindeskinder zu schaffen. Meine Bemerkung bezog sich auf einen ganz einfachen Sachverhalt. Wir haben uns in Deutschland neben vielen anderen Dingen einen Kohleausstieg bis 2038 vorgenommen. Für die Frage, wie die Modis auf der Welt, der Regierungschef in Indien, der sehr wichtig ist für die Frage des Weltklimas, darüber nachdenken, ob Indien sich auf den Weg macht, was noch wichtiger ist als die Frage, ob Deutschland sich auf den Weg macht, ist die Frage, ob wir den Kohleausstieg bis 2038 wirklich so hinbekommen, dass es klappt, dass wir dann wirklich aus der Kohle ausgestiegen sind, dass es klappt in dem Sinne, dass wir nicht plötzlich 2/3 der Gesellschaft dagegen haben, sondern sagen, es ist wunderbar gelaufen, dass es klappt in dem Sinne, dass die deutsche Wirtschaft weiterhin fröhlich Geschäfte machen kann, ist furchtbar wichtig. Und wenn Sie jetzt mich vor die Alternative stellen, das 5 Jahre schneller zu machen, aber so, dass es in einer dieser Dimensionen nicht klappt, dann ist meine Aussage, und das ist eine konditionierte Aussage, ich glaube, für das Weltklima ist es besser, ein Datum zu haben, wo wir zuverlässig sagen können, das funktioniert auch, als ein Datum zu haben, wo wir sagen, es wäre noch schöner, zugegeben. Das würde ich im Übrigen, Sie werden ja gleich darauf antworten, sofort zugeben, wenn wir es 5 Jahre schneller wirklich zuverlässig hinbekämen in all diesen 3 Dimensionen. Bin ich auch dafür. Nur wenn das dazu führt, dass unsere Versprechungen dann so ähnlich funktionieren wie irgendwie 1 Million Elektroautos und es funktioniert einfach nicht, dann bin ich strikt dagegen. Und das war meine Aussage. Das ist keine Aussage gegen die Dringlichkeit des Klimaproblems, sondern es ist ein Bestehen darauf, dass man sich Dinge vornimmt, die dann auch funktionieren. Hier sind ja doch auch einige Studenten im Saal. Wenn ich mich daran zurückerinnere, was ich mir bei meiner, damals war das noch so eine Art Diplomarbeit, heute ist es wahrscheinlich Masterarbeit, vorgenommen habe an Zeitplan, das hat nicht alles so funktioniert, wie es funktionieren sollte. Wenn ich mir einen besseren Zeitplan vorgenommen hätte, wäre ich, glaube ich, hätte ich noch einen besseren Abschluss gemacht. Und in dem Sinne, es muss... Dann wären Sie heute Bundeskanzler oder sowas. Ich weiß nicht. Frau Neubauer, diese Frage der Zeit,
Wenn wir wirklich auf den Kohleausstieg 2038 warten, gucken Sie schon die 40 an. Zwar von unten, aber immerhin. Ist verdammt lang hin. Reicht das? Ich bin ein bisschen schockiert, ehrlich gesagt. Ich hoffe, dass die Menschen, die heute im Kabinett verhandeln und morgen ebenfalls die Zeitfrage vielleicht noch ein bisschen globaler betrachten. Ich glaube nicht, dass es meine Aufgabe ist, einzuschätzen wissenschaftlich, ob 2038 reicht für einen Kohleausstieg oder nicht. Ich glaube, es ist eine Frage, die der Wissenschaft gebührt. Was wir aber wissen, ist, dass wir in Deutschland in einer globalen Verantwortung stehen, deutlich schneller als andere Staaten, deutlich schneller als andere Staaten, auch als Indien, die Klimaneutralität zu erreichen. Und dass wir uns auf gar keinen Fall, also und also die Frage von, was macht Indien, ist natürlich wichtig, aber Indien wird überhaupt nichts machen, wenn es Deutschland nicht auf die Kette bekommt. Und die viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in diesem Land, auch zum Beispiel der Kollege Johann Rockström, der betont immer wieder, wenn Deutschland das auf die Kette bekommt mit 1,5 Grad, dann stehen die Chancen gut, dass es andere Staaten auch schaffen. Wenn Deutschland jetzt ein Signal sendet von wegen, Leute, ehrlich gesagt, wir haben da aufgegeben, was für einen Anreiz gäbe es noch für andere Länder, die viel weniger reich sind, die hier historisch nicht hunderte Jahre damit verbracht haben, den südlichen Bereich der Welt auszubeuten. Was für einen Anreiz gäbe es noch für andere Länder überhaupt loszulegen, wenn wir in unserer privilegierten Ausgangslage das nicht wagen? Und ich glaube, an der Stelle ist eine globalere Perspektive ganz entscheidend. Sie sagen, Ihnen wird Angst und Bange, wenn Sie an die Veränderungen in der Industrie denken. Mir wird Angst und Bange, in was für einer Welt ich erwachsen wäre. Wenn wir 2038 haben, da habe ich vielleicht meine erste Midlife-Crisis. Was für eine Vorstellung ist das, dass ich mit 23 hier sitze und mein gesamtes Leben damit verbringen werde, mich um eine Krise zu kümmern, die man hätte verhindern können. Was für eine Vorstellung ist es, dass Leute zu mir kommen. 12-jährige Mädchen kommen zu mir und fragen mich, Luisa, kann ich noch Kinder bekommen? Was für eine Perspektive ist das, mit der junge Menschen gerade erwachsen werden? Wir uns angucken, was in großer, großer Wahrscheinlichkeit mit der Welt um uns herum passieren wird. Und das bezieht sich natürlich nicht nur auf Deutschland, aber auch auf andere Menschen auf der anderen Seite der Welt. Wenn man uns sagt, Leute, die Welt liegt euch zu Füßen, YOLO, bereist die Welt, natürlich nehmen wir eine globale Perspektive ein und fangen an, Verantwortung zu übernehmen für andere Teile der Welt. Und das ist ganz entscheidend und ich glaube, da würde ich Ihnen ganz scharf widersprechen. Der entscheidende Teil in Ihrem Vortrag war die Frage davon, ob es Deutschland schafft, der eigenen gesetzten Verantwortung gerecht zu werden. Leute reden darüber, was passiert mit Klimaschutz in Deutschland, können wir die Leute mitnehmen? Ich denke ehrlich gesagt, was gerade passiert, ist ein unfassbarer historischer Gewinn für die Demokratie in Deutschland. Morgen werden 100.000 auf die Straße gehen in Deutschland und an die Demokratie appellieren, weil sie an sie glauben, weil sie glauben, dass da noch nicht alles verloren ist, weil sie glauben, dass in der Regierung Menschen sitzen, die es schaffen, auf die Wissenschaft zu hören, auf die Wirtschaft zu hören, auf die Gesellschaft zu hören und ihnen einen gigantischen Vertrauensvorschuss geben. Ich mache mir Sorgen, was passiert, wenn man diesen 100.000 Leuten sagt, ganz ehrlich, wir haben keine Lust, wir haben keine Ambition, uns darum zu kümmern, was euch und der Wissenschaft und der Wirtschaft am Herzen liegt. Was passiert, wenn hunderttausende Menschen, viele von denen, die in den nächsten Jahren anfangen zu wählen, wenn man denen so die Tür vor der Nase zuschlägt? Und das macht mir Angst, was das mit einer Gesellschaft ausmacht. Zwei Sätze und dann ist das Publikum dran. Sie könnten bitte schon mal die Arme erheben, diejenigen von Ihnen, die gerne was sagen wollen. Und ich brauche eine Sekunde, Sie behalten noch das, was Sie sagen wollten. Vielleicht kriegt ihr schon mal das Mikrofon zu zwei, die starten. Wir werden dann sammeln mit Ihren Statements, Sir. Ich kann eigentlich jedem Punkt zustimmen, vielleicht bis auf einen einzigen. So zu tun, als wäre ein Kohleausstieg bis 2038 nicht ambitioniert, technologisch, gesellschaftlich, das halte ich nicht für richtig. Ich halte das für sehr ambitioniert und jetzt, ja, es mag sein, dass Sie das anders sehen, nur wissen Sie, am Ende ist es so, wenn wir uns
machen wir mal das Gedankenexperiment. Ich habe es vorhin schon mal erwähnt. Wenn wir uns vornehmen, ist es nicht 2038, sondern es ist 2033. Weil hier Leute sagen, okay, wir glauben, das muss 2033 gehen. Und dann stellt sich heraus, wir schaffen es nicht im breiten gesellschaftlichen Konsens. Das ist ja ein Projekt, was auch bis 2033 über mehrere Legislaturen vollzogen werden müsste, das hinzubekommen. Und wir scheitern damit. Dann werden wir unserer globalen Verantwortung, unserer Verantwortung in Deutschland nicht gerecht. Und deshalb ist die Frage, ambitioniert, aber so, dass es klappt, furchtbar wichtig. Es muss am Ende muss es funktionieren. Und richtig ist, wenn wir 5 Jahre früher angefangen hätten, dann würden wir 2033 schaffen. Und das war eine schwere Versäumnis, das nicht zu tun. Nur jetzt zu sagen, weil wir vor 5 Jahren nicht angeschafft haben, tun wir so, als hätten wir doch angefangen. Da kommen Sie möglicherweise in die Situation, ich will das nur andeuten, in die jemand kommt, der eine Diplomarbeit oder eine Masterarbeit schreiben muss und zu spät angefangen hat. Einen Satz und dann ist wirklich das Publikum dran. Ja, weil die sind plus eine Bitte vielleicht um eine quotierte Redeliste, aber das ist nur dabei. Bei dieser Frage um die Machbarkeit, denke ich, ist einfach alles entscheidend, dass man unterscheidet zwischen technologischer Machbarkeit und politischem Willen. Dass wir heute hier sitzen und versäumte Klimaziele aus den letzten 15 Jahren diskutieren, ist kein Zufall. Das war politischer Wille, an dem sich bewusst gegen Klimaschutz und für andere Interessen, für Bequemlichkeit, für Opportunismus entschieden wurde. Und dass wir weiterhin unsere Klimaziele verpassen, dass es keinen Grund gibt, darin zu vertrauen, dass die nächsten Klimaziele eingehalten werden, weil anscheinend der Wille nicht da ist, ist auch kein Zufall. Und ob wir es schaffen, aus dem Kohleausstieg gerecht und rechtzeitig zeitlich auszusteigen, ist in allererster Frage eine Frage von politischem Wille. Und solange der nicht da ist, bringt es auch nichts, sich hinter einer technologischen Machbarkeit zu verstecken. Unsere Debatte hat ein bisschen was zu tun mit der Zeit, mit dem Zeitablauf einer solchen Klimazielsetzung. Wir haben eigentlich nur noch bis 7 und haben bestimmt jetzt 10 Leute, die ganz kurz was sagen wollen. Ich bitte also dementsprechend um die Kürze der Einlassungen. Entscheide dich selbst. Ich glaube, dieser Herr war schon zuerst. Wenn Sie kurz aufstehen, Ihren Namen nennen und... keine Sorge, die Kameraleute werden sich um Sie rumwuseln. Markus Grebig, mein Name von Windnote. Mir macht noch etwas Angst. Und zwar, Deutschland ist ein Land, welches seinen Wohlstand aus Innovationsführerschaft zieht, nicht aus der Kultivierung einer Technik aus dem letzten Jahrhundert. Wir verpassen das im Moment, wenn wir nicht schnell handeln, auch in die neuen Technologien zu kommen. Das heißt, wie schaffen wir das, diesen Teil von Energiewende, Klimaschutz ist auch ein Projekt von Innovationsführerschaft. Wie schaffen wir das, dieses Argument in die Köpfe zu bekommen? Und wie schaffen wir das, insgesamt der Diskussion mehr Mut und Ambition einzuhauchen? Das vermisse ich im Moment in Politik und Gesellschaft. Ich danke Ihnen vielmals. Ist das Mikrofon schon bei einem anderen Herrschaft, bei einem anderen Herrn oder einer anderen Dame? Ich sehe, in der letzten Reihe ist eine Dame. Kriegen wir das hin? Sorry, da vorne ist schon jemand mit Mikrofon bewaffnet. Ist das richtig? Sie müssen aufstehen. Also okay. Die Dame da hinten bräuchte das Mikro. Kriegt ihr schnell das Mikro hin? Was ist jetzt also? Nein, du kannst. Ist das an? Ja, okay. Dirk Hüscher, mein Name. Und ich wollte mal eine ganz einfache Frage stellen. Ist ja unstrittig, dass je mehr Zeit wir jetzt verschwenden, desto exponentiell mehr Aufwand brauchen wir, um dann die Folgen vom Klimawandel zu lösen. Und da ist die Frage, wenn wir alle, wie Luisa schon gesagt hat, damit beschäftigt sein werden müssen, diesen Aufwand zu betreiben, wer soll sich dann um Herr Weizsäcker und die anderen Herren und Damen, wenn sie dann alt sind, sich um sie kümmern, sie pflegen? Wo ist die Generationenverantwortung auch für Sie? Danke. Ich danke Ihnen vielmals für die Frage. Ich glaube, das ist Ciao. Da, genau, daneben ist ein, ich hoffe jetzt mal eine Dame. Ja, hallo. Großartig. Sarah, mein Name. Ich beschäftige mich gerade mit effektiver Zielformulierung.
Und wollte noch mal was dazu sagen, was der Herr Doktor Klimaforscher gesagt hatte. Und zwar ist es sehr wichtig zu wissen, dass Menschen nicht von Zahlen motiviert werden, sondern von Werten. Und ich glaube, man kann lange darüber diskutieren, ob man jetzt diese Ziele in 8 oder in 5 Jahren oder in 20 Jahren, wie auch immer, erreicht. Was viel mehr motiviert, ist eben eine Frage, wie wir leben wollen und wie wir leben können. Und dass, wenn man die Diskussion auf dieses Parkett holt, mehr oder weniger, dass man dann weit mehr Leute auch motivieren kann, sich daran zu beteiligen. Ich danke Ihnen vielmals. Vielleicht haben wir noch gerade noch mal Zeit für 2 weitere. Dilem, haben Sie jemanden? Wunderbar. Ja, hallo, ich heiße Juma. Ich habe kurz eine Frage. Im Moment ist CO2 ja das größte Treibhausgas, aber es gibt ja andere wie Methan oder das weniger bekannte Schwefelhexafluorid SF6, was ungefähr 20.000 Mal so schlimm ist als CO2 pro Masseneinheit. Aber das wird fast überhaupt nicht reguliert. Meine Frage ist, würden solche Modelle wie diese CO2-Bepreisung genauso gut für andere Treibhausgase funktionieren oder ist da ein anderer Ansatz nötig? Danke für Ihre Frage. Und haben wir noch jemanden hier, möglicherweise eine Dame? Dann gebe ich Ihnen gleich noch das Wort. Das heißt, dann haben wir 6 Einlassungen. Also, Sir, Sie sind dran und dann bekommt noch die Dame mit dem grünen Tuch das in der 2. Reihe. Okay, dann spreche ich jetzt erstmal, weil ich das Mikrofon habe. Mein Name ist Benjamin Kutschan. Ich habe mich gestern mit einer jungen Ärztin unterhalten und die führt ihren Beruf im Moment nicht aus, weil sie einfach zu sehr deprimiert zu sehen. Und sie sieht das noch viel klarer als ich, dass zum Beispiel Herr Edenhofer darauf hinarbeitet, dass wir genau das 400-Gigatonnen-Ziel erreichen. Das bedeutet, haarscharf an der Katastrophe vorbeizuschrammen. Außerdem sehen wir, dass Herr Weizsäcker, der für die politische Umsetzung zuständig ist, auch dieses 400-Gigatonnen-Ziel nicht ernst nimmt und abwiegt und sich länger Zeit lassen möchte. Gut, was ist meine persönliche Schlussfolgerung daraus? Ich habe hier promoviert in Mathematik. Hier an der TU Berlin haben wir führende Wissenschaft in künstlicher Intelligenz. Wir wissen, wie man selbstfahrende Autos programmiert. Die deutsche Autoindustrie weiß das im Moment noch nicht. Und ich bin sicherlich nicht... Es findet jetzt gerade hier vorne vor der Tür das erste Experiment statt. Also, Sir, genau, könnten Sie aber zu einer Frage kommen, bitte? Gut, aber als Spezialist kann ich Ihnen sagen, die deutsche Autoindustrie weiß das im Moment nicht. Und ich bin sicherlich nicht der Einzige im Raum, der bereit ist, diese schöne Autoindustrie und ihre Finanzen, Herr Weizsäcker, absolut vor den Baum zu fahren. Dankeschön. Und noch einmal die Dame in der 2. Reihe. Das Mikrofon ist auf dem Weg zu Ihnen. Und dann würde ich gerne das, was Sie verstanden haben, und das ist nicht die Frage, ob Sie gut formuliert haben, sondern wirklich die Frage der Akustik, hier nochmal spiegeln. Ja, hallo, mein Name ist Susanne Koch. Ich bin aus der Charité. Und was mir noch so ein bisschen am Herzen liegt, dass ich nicht glaube, dass dieser CO2-Preis, dass der wirklich sozial ungerecht ist und dass wir da so viel machen müssen, weil ich nämlich der Meinung bin, dass diese sozial oder die ärmere Bevölkerung diejenige ist, die ist unter diesen Klimakatastrophen, unter den Luftverschmutzungen am meisten leidet. Und ich glaube, dass die von daher einfach, wenn wir die Klimakatastrophe anpacken, auch am meisten profitieren werden. Und ob das jetzt diese allein finanzielle Diskussion, finde ich wirklich unerheblich. Ich glaube wirklich, dass gesundheitlich die arme Bevölkerung in unserem Land schon, die wohnen in der ersten Reihe in der 6-spurigen Autobahn, da wohnt die ärmere Bevölkerung und die Reichen, die leisten sich irgendwie das Leben im Grünen. Gibt es eine Frage dazu? Ja, ich möchte einfach nur sagen, ich glaube nicht, dass die arme Bevölkerung unter diesem CO2-Preis leidet, sondern sie wird profitieren. Danke. Gut. Sehr viel Holz. Ich weiß, dass wir möglicherweise akustisch nicht alles verstanden haben. Deshalb Reaktion. Herr Edenhofer, Sie sitzen so gut in der Mitte. Da könnte es sein, und, dass Sie alles besser verstanden haben.
Jetzt könnte ich ein bisschen bissig sagen, ich wäre ein schlechter Professor, wenn ich nicht wirklich alles besser verstehen würde. Aber das ist eine dumme Bemerkung, weil Professoren sind am Ende des Tages nicht klüger als andere. Also da waren ja drei Fragen, drei Bemerkungen zu den anderen Treibhausgasen, Methan. In den Szenarien, die wir berechnen, sind auch die anderen Treibhausgase mit beinhaltet. Allerdings ist es so, dass in der Tat die Bepreisung von Methan, das ist ein schwieriges Thema und da muss man mit anderen Instrumenten rangehen, vor allem auch im Landwirtschaftssektor. Glaube ich, wird das nicht so ohne weiteres gehen. Die andere Frage war ja, die Sie gefragt haben, ja, arme Haushalte sind doch überproportional vom Klimawandel betroffen und da stimme ich Ihnen zu. Trotzdem ist es ein Generationenproblem. Der Klimawandel wird in 20, 30 Jahren in der vollen Härte zuschlagen und wird dann vor allem Haushalte in der südlichen oder Menschen in der südlichen Hemisphäre betreffen. Das ist eine Frage der Generationengerechtigkeit. Aber das ändert doch nichts an dem Tatbestand, dass arme Haushalte heute überproportional viel für Strom und Wärme und für kohlenstoffintensive Produkte ausgeben und die muss man eben jetzt entlasten. Und ich glaube, das ist ein typisches Beispiel dafür, das ist eine unselige Diskussion, dass wir sagen, wir spielen die Gerechtigkeit zwischen den Generationen aus gegenüber der Gerechtigkeit innerhalb einer Generation. Die beiden Aspekte gehören zusammen. Und erst wenn man diese beiden Aspekte zusammenbringt, kann man Klimapolitik machen. Wir müssen gewissermaßen die kommenden Generationen mit einbeziehen, aber wir müssen auch diejenigen, die heute besonders belastet sind, entlasten. Und die Diskussion der vergangenen Dekaden hat darunter gelitten, dass im Grunde das Klimathema von der sozialen Frage abgekoppelt worden ist. Wir müssen das aber mit der sozialen Frage zusammenbringen. Und da bin ich bei meinem letzten Punkt. Was ich in der Tat für herausragend finde an der Fridays for Future-Bewegung ist, dass wir gelernt haben, in unseren Demokratien, liberalen Demokratien, Interessen auszuhandeln zwischen denen, die heute was zu sagen haben, also zwischen den gegenwärtigen Generationen, zwischen Kapital und Arbeit, zwischen Umweltverbänden, das haben wir jetzt alles gelernt. Was in den repräsentativen Demokratien, liberalen Demokratien fehlt, ist, dass regelmäßig die kommenden Generationen nicht am Tisch sitzen. Und deswegen sind liberale Demokratien immer in der Gefahr, dass wir am Ende von der Substanz leben und die Lebensgrundlagen kommenden Generationen zerstören. Und die Herausforderung, vor der uns Fridays for Future stellt, ist, wie schaffen wir Institutionen, wo das Recht der kommenden Generationen und der noch nicht Geborenen mit am Tisch sitzt? Das ist aus meiner Sicht die große Aufgabe. Und wir haben im Grunde genommen zwei Gerechtigkeitsfragen zu klären, die kommenden Generationen und den sozialen Ausgleich innerhalb der heute lebenden Generation. Das dürfen wir unter keinen Umständen gegeneinander ausspielen. Und die Frage der Leistungsfähigkeit repräsentativer Demokratien entscheidet sich nach meinem Urteil an dieser Frage. Frau Neubauer und dann Frau Kersting. Vielleicht noch ergänzend auch zu der Frage nach der Gesundheitskrise als Teil der Klimakrise. Ich stimme da voll und ganz zu und freue mich sehr, Achtung Werbeblock, dass wir morgen mit einem Health-Block und einem Medizin-Block bei der Demo vertreten sein werden in Berlin, wo Menschen, tausende Menschen in Kasachs und weißen Kitteln sagen werden, ja, die Klimakrise ist eine Gesundheitskrise. Und indem wir die Klimakrise weiter vor uns herschieben und Ökosysteme kollabieren, während wir die politische Machbarkeit in Frage stellen, das auch austragen auf den Rücken von den Leuten, die gefährdet sind, die vulnerabel sind und auch denjenigen, die sie pflegen und heilen sollen in diesem ohnehin unterfinanzierten Gesundheitssystem. Das zum einen. Und ich glaube, zu der Frage der Generationengerechtigkeit ist wahnsinnig spannend, was gerade passiert. Auch eine Art historischer Augenblick gerade. Denn während die Regierung heute die einzigartige Chance hat, zu beweisen, dass sie es ernst meint mit dem Klimaschutz und mit der Klimakrise und über sich selbst hinaus wächst, genauso wie das Fridays for Future zum Teil getan hat, erleben wir auch, dass sich die Generationenfrage ein Stück weit aufweicht, weil wir morgen unter anderem, aber auch schon seit Wochen erfahren, wie alle Generationen sich anschließen und dieses Schwarz-Weiß-Denken zwischen Jung und Alt aufweichen und diese Frage nicht zu einer machen von schaffen es die Jungen sich durchzusetzen. Nein, Quatsch, wir Jungen werden ja nicht irgendwas hier maßgeblich verändern werden können alleine.
sondern wir erleben, dass sich ältere Generationen anschließen, weil sie ein Wertefundament leben, weil sie moralische Werte leben, die sie motiviert, sich anzuschließen. Und auf einmal ist es nicht mehr die Frage von, schaffen es die Jungen, die Politik aufzurütteln, sondern schaffen es die Menschen, die es wagen, den Status quo in Frage zu stellen, laut genug, deutlich genug, wissenschaftlich genug, vehement genug aufzutreten in den Institutionen, auf den Straßen und denjenigen, die anscheinend Angst vor Veränderungen haben, Angst aus einem Trott auszubrechen, der uns in diese Klimakrise reingetreten hat und sich da behaupten können. Frau Kersting und Herr Welker, bitte, als Replik das, was Sie gehört haben. Ja, es ging noch auch um die Frage, wie schnell, also dass da Differenzen sind, wie schnell was passieren muss. Ich glaube, worauf es besonders ankommt, das ist Entschlossenheit jetzt zu zeigen und entschlossen zu handeln und einzusteigen in eine neue Klimapolitik. Dass nicht jetzt der Aktionismus auch die ganzen Gespräche bei der Politik jetzt wieder aufgegeben werden, dass sich neuen Themen zugewandt wird. Vor 2 Jahren habe ich irgendwann mal geschrieben, die Politik müsste sich mit dem gleichen Engagement der Klimapolitik zuwenden, wie zum Beispiel Handelsfragen. Und ich glaube, das ist die ganze Zeit nicht passiert und jetzt gibt es die Chance, dass genau das Engagement gezeigt wird wie für andere Politikfelder. Also ich muss gestehen, ich habe sehr viel nicht verstanden aus dem Podium, aber ich habe einen jungen Mann verstanden, der, ich glaube, der wollte die ganze Automobilindustrie direkt in die Tonne hauen. Ich teile an vielen Stellen die Frustration mit manchem, was dort abläuft. Aber für mich symbolisiert die Automobilindustrie zu einem gewissen Teil, und nehmen Sie mir nicht übel, ich vertrete hier den Maschinenbau. Wir haben eigentlich mit der Automobilindustrie nur insofern zu tun, als wir sie enablen müssen, in Zukunft bessere Autos zu bauen. Aber die Idee, die schaffen wir jetzt mal ab. Und dann wird es sowieso viel besser mit dem Klima. Ich werbe dafür, einfach die Fakten für sich sprechen zu lassen. Und jetzt überhäufe ich Sie mal in einer Minute mit ein paar Themen. 100 Millionen Tonnen CO2-Ausstoß deutscher Verkehr. Autolebenszeit 10 Jahre. Wenn Sie die ab sofort nur noch CO2-neutrale Fahrzeuge zulassen, E-Fahrzeuge, was auch immer, dann können Sie also pro Jahr, wenn der Strom wirklich grün wäre, 10 Millionen Tonnen einsparen. Leider ist der Strom nicht grün und leider können Sie auch nicht alle Fahrzeuge in Elektro umwandeln. Also sind Sie bei einem Einsparungspotenzial von 2 Millionen bis 3 Millionen Tonnen pro Jahr, die wir im Verkehr einsparen können. Darüber redet sich ganz Deutschland die Köpfe heiß. Und wir sind tatsächlich dabei, die Automobilindustrie tut ihr eigenes dazu, diesen wichtigen, für Deutschland wichtigen Bereich massiv zu schädigen. Wir können 1,2 Milliarden Tonnen CO2 innerhalb von 4 Jahren einsparen, wenn wir die Zementwerke nachrüsten und wenn wir die Mülldeponien nachrüsten. Wir wären mit dem Hammer gepudert, wenn wir jetzt auf die Automobilindustrie losmarschieren, anstatt erstmal die Low-Hanging Fruits abzuernten. Und ich werbe massiv dafür, der Limiting Factor bei dem ganzen Klimathema ist Geld. Und wir müssen dieses Geld, was wir haben, was wir aus unterschiedlichen Töpfen entweder einsammeln müssen oder neu verteilen müssen, das müssen wir sehr, sehr effizient einsetzen. Und dafür werben wir massiv, dass man sich einfach mal anguckt, was ist heute technologisch einfach möglich bei CO2-Vermeidung und was ist unglaublich aufwendig. Und leider, ich teile Ihre Frustration an der Stelle, Fakt ist, in der Automobilindustrie ist es unglaublich aufwendig.
Also nehmen Sie es einfach mal mit, rechnen Sie es selber für sich aus. Übrigens hat das Bundesumweltamt das längst getan. Also ein bisschen mehr Objektivität an dieser Stelle täte uns gut. Und vielleicht kommen wir dann tatsächlich in 4, 5, 10 Jahren zu umweltfreundlichen Fortbewegungsmitteln. Was nicht heißt, dass man nicht heute schon, und dafür werben wir massiv, in der Stadt anfängt, eine Infrastruktur zu schaffen, die uns dann tatsächlich ermöglicht, zumindest was die Immediate Emission, also die am Fahrzeug selber, nicht klimatechnisch, sondern Feinstaub etc., das kriegen wir alles raus, wenn wir das mit kleinen Motoren und Laternenparken und was da drin, aber nehmen Sie auch beim Laternenparken mit, Sie wissen das als Techniker hier, das sind kleine Kabel, mit denen man 220 Watt Birne betreibt. Das ist kein Kabel, an das ich ein Elektroauto mit 10 kW anschließe, um es aufzutanken. Das wird nicht funktionieren. Da haben Sie den Blackout, bevor Sie das Ding angeschaltet haben. Danke. Herr Welker, ich danke Ihnen. Luisa, Frau Neubauer, noch einen Moment. Ich sage zur Choreografie, ich habe schon die orange Karte bekommen. Die ist schon relativ rot angetönt. Deshalb würde ich doch ganz gerne Herr von Weizsäcker jetzt noch mal die Chance geben, einmal noch mal seine Meinung zu sagen zu dem, was er gehört hat, zu dem, was Sie eine Replik machen wollen. Würde Sie aber gerne bitten, noch mal einen Punkt zu machen. Wir müssen an wahnsinnig viel Stellschrauben drehen. Verkehr ja, ein. Wir müssen Industrie, wir müssen Energieproduktion, wir müssen Flugleidenschaft, möglicherweise nicht für 19 Euro einmal um die ganze Welt zu fliegen. Es gibt fast nichts, das nicht auf den Prüfstand muss und wahrscheinlich schon gewesen ist und heute Nacht nochmal durchgekaut wird. Wie können wir vermeiden, dass wir morgen mit etwas leben müssen, was die Kanzlerin mal als Pillepalle bezeichnet hat? Also Sie merken schon, ich bin verhalten optimistisch, dass da wirklich etwas Substanzielles rauskommt und wir uns auf die Reise machen. Vielleicht zur Erinnerung, es wurde ja hier viel darüber gesprochen, durchaus zu Recht, dass viele Dinge zu langsam auf den Weg gebracht wurden. Ich hatte neulich ein ganz erfreuliches Erlebnis, da kamen die Leute, die für Laurent Fabius damals die Pariser Verhandlungen mit vorbereitet haben, nach Berlin. Und eine ihrer Botschaften war, wenn damals die deutsche Politik nicht die Kühnheit gehabt hätte, die erneuerbaren Wende einzuführen und damit dafür zu sorgen, dass die Windkraft und die Photovoltaik eine unglaubliche Kostendegression hingelegt haben, dann wäre das Pariser Abkommen, was man im Detail durchaus kritisieren mag, in dieser Form nicht möglich gewesen. Und das ist ein Punkt, wo die Politik in Deutschland eine erhebliche Kühnheit mitgebracht hat. Das heißt nicht, dass in dieser Kühnheit keine Fehler gemacht worden sind. Das war aber ein kühner Wurf, der durchaus im positiven Sinne globale Konsequenzen gehabt hat. Und meine Hoffnung wäre, und das ist nicht nur eine Frage von morgen, aber auch eine Frage von morgen, dass wir in diesem Sinne auf realistische Art und Weise kühn sind, sodass wir eine gewisse Technologieführerschaft in der Tat in bestimmten Bereichen hinbekommen, dann aber auch aushalten, das ist uns ja bei der Photovoltaik beispielsweise passiert, dass vielleicht auch andere Länder das hinbekommen, wenn es dem Klima dient, müssen wir das bis zum Gewissen gerade aushalten, aber da sehe ich erhebliches Potenzial und ganz offensichtlich die Industrie auch, sonst säße sie heute Abend nicht so freudig da. Also ich glaube, da gibt es eine sehr gute Basis, es gibt viele gute angehende Ingenieure sicherlich hier im Raum, die ein Teil davon sein können. Und gleichzeitig hoffe ich sehr, dass Sie weitermachen, denn die Unterstützung für eine vernünftige Klimapolitik, egal im Übrigen, was jetzt morgen rauskommt, die wird Fridays for Future weiterbringen müssen, damit es zuverlässig in die richtige Richtung geht. Aber gleichzeitig warne ich davor, gegeneinander auszuspielen. Ich warne davor, Leuten vorzuwerfen, also beispielsweise ärmeren Leuten, die jetzt Angst haben, wenn das Thema Ölheizung auf die Agenda kommt. Es muss auf die Agenda kommen, zu sagen, ihr dürft euch nicht beschweren, weil ihr dann hinterher bessere Luft habt. Nein, wir müssen dafür sorgen, dass es da entsprechende Entlastungen gibt. Da hat übrigens die Wissenschaft auch eine ganz tolle Rolle gespielt. Die Erkenntnis, dass wenn man parallel zum Beispiel die Heizölpreise erhöht und die Strompreise senkt, dass dann in der Breite der Bevölkerung für die meisten relevanten Gruppen
keine nennenswerte zusätzliche Belastung entsteht, das war eine ganz wichtige Erkenntnis. Im Übrigen einer der Gründe, warum wir das möglicherweise tatsächlich morgen hinbekommen. Aber jetzt warten wir ab und vielleicht können wir nach der Entscheidung morgen uns nochmal unterhalten und dann sehen wir weiter. Diese Unterhaltung wird weitergehen. Ihre Proteste müssen auch weitergehen, die Forschung muss weitergehen und die Politik wird sicherlich auch weitermachen müssen. Das war schon fast ein Schlusswort. Nee, will ich nicht. Bleib bei Ihnen. Es war schon fast ein Schlusswort, aber ich lasse Sie noch nicht ganz von der Bühne, auch wenn ich da jetzt wirklich schon die rote Karte sehe. Ich bitte Sie, einen Satz zu beenden, der damit anfängt, in 4 Jahren. Ich sage Ihnen auch, warum 4 Jahre. Es sind 4 Jahre seit 2015. Da haben wir mit vielen multilateralen Anstrengungen nicht nur das Pariser Abkommen hingekriegt, wir haben uns die Global Goals gesetzt, wo auch viel an Solidarität eingefordert ist, Eigenleistungen. Es gab noch andere Abkommen in dem Jahr. Und wenn wir eure Zahl da nehmen, in 8 Jahren wäre es 2027, dann wäre sozusagen, dann hätten wir es entweder geschafft bis zu dem einen, vom Anfang, unser Bild von dem Klimawandel. Kannst gleich drauf eingehen. Also, in 4 Jahren haben wir was geschafft? In 4 Jahren haben wir was geschafft? Haben die Maschinenbauer fantastische neue Entwicklungen gebracht, die uns wahnsinnig weit voranbringen. Danke. Gut, Herr Welker, das war mir jetzt zu billig. Lassen Sie mal die Frau Kersting, dann nehmen Sie noch mal das Mikro gleich. Ich hoffe, dass nicht in 4 Jahren die nächsten Klimaziele dann für 2030 wieder kassiert werden. Würden Sie noch mal, Herr Welker, bitte. Machen Sie es noch mal. Also, der Maschinenbau wird ganz toll. Nein, was werden wir in 4 Jahren geschafft haben? Ich glaube, wir werden in 4 Jahren Erkenntnisse haben über die Frage, A, klimaforschungstechnisch, wo wir eventuell auch noch ansetzen können, und B, werden wir viel weiter sein in der Frage, was wir gesellschaftlich mit Akzeptanz umsetzen können und was nicht. Die Widerstände werden beginnen, wenn wir jetzt in die Umsetzungsphase kommen. Dann beginnen die Widerstände. Alles, was wir jetzt gesehen haben, ist ja nur heiße Luft. Dann beginnen die Widerstände und ich glaube, in 4 Jahren, dann werden wir schon ein Stück weiter die Straße runter sein und dann wächst der gesellschaftliche Konsens, beziehungsweise wir wissen genau, wo er nicht wächst. Ich danke Ihnen vielmals, Herr von Weizsäcker, in 4 Jahren. Ich hoffe, dass in 4 Jahren indische Ministerialbeamte zu uns kommen und fragen, wie habt ihr das hinbekommen? In 4 Jahren junge Inder zu Ihnen vielleicht nicht reisen, sondern per Skype reden. Wie habt ihr das geschafft mit Fridays for Future? Und dass Herr Edenhofer viele Schülerinnen und Schüler aus der ganzen Welt bekommt, weil sie wissen wollen, wie hat er das hinbekommen? Choreografie, Frau Neubauer, und das letzte Wort soll Herr Edenhofer haben. Randnotiz: In Indien sind über 50 Klimastreiks geplant. Diese Woche um Indien mache ich mir gar keine Sorgen. Das kriegen die hervorragend hin. In 4 Jahren hoffe ich, dass ich nicht ermutigt werde, weiterhin für das Klima zu streiken, was ein absolutes Armutszeugnis für eine Regierung ist, dass wir sie selbst ermutigen, ein eigenes Abkommen einzuhandeln. Also das ist per se ja nichts Positives. Das spricht vielleicht für eine lebendige Demokratie, aber auch dafür, dass die Regierung massivst versagt hat in den Augen vieler Menschen. In 4 Jahren hoffe ich, dass es eine berechtigte Zuversicht gibt, dass das Pariser Abkommen, das 1,5-Grad-Ziel, von deutscher Seite aus eingehalten wird, dass ich mit Zuversicht 12-jährigen Mädchen erzählen kann, dass es kein Problem sein sollte, Kinder in diese Welt zu setzen, weil wir verstanden haben, was in den letzten 30 Jahren schiefgelaufen ist, weil wir uns es erlaubt haben, eine Minute innezuhalten und daraus zu lernen.
und dann ernsthaft die Ärmel hochzukrempeln, aufzuhören, auf andere zu zeigen, auf andere Länder auf der Welt und festzustellen, dass wenn wir von sozialer Gerechtigkeit sprechen, es auch mal ein Stück weit Zeit wäre, an Menschen auf der ganzen Welt zu denken, die jeden Tag darunter leiden, die heute krank werden und sterben durch das, was wir gerade hier machen und nicht machen. Vielen Dank. Professor Edenhofer mit den letzten Worten. Also in 4 Jahren sitze ich wieder hier. Ich lege eine empirische Untersuchung vor, die zeigt, dass alles viel billiger war als gedacht. Und es wird jemand im Publikum aufstehen und wird sagen, ich sollte nur mal genau erläutern, was eigentlich damals das Problem bei der CO2-Preiseinführung war. Ich habe ja Herrn Welker gebeten, seine Aussage nochmal umzuformulieren, nochmal genauer zu werden. Keine Sorge, wir lassen das jetzt einfach so stehen. Eins kann ich sagen, morgen früh werden wir alle schauen, was jetzt, wenn wir auf der Straße sind, werden wir über IT schauen, wann die Pressekonferenz angesetzt werden wird. Wir werden diese Voraussage mache ich. Wir sehen Leute mit durchaus größeren Augenrändern, die möglicherweise die ganze Nacht gearbeitet haben. Herr von Weizsäcker weiß eigentlich jetzt schon, woran Sie arbeiten, welche Stellschrauben überhaupt noch drehbar sind. Aber das wird er uns nicht sagen, das versuche ich jetzt erst gar nicht. Meine Damen und Herren, ich hoffe, dass wir alle in unserem Sinne den richtigen Pfad zu finden und diesen weiterzugehen, agieren können. Und dass unsere Kinder, Enkelkinder auf diesem Planeten ein lebenswertes Leben leben können. Das ist mein sozusagen Schlusswort für heute. Ihnen einen guten Abend. Und ich glaube, ohne einzelne Anstrengungen, ohne strukturelle Anstrengungen werden wir nicht auskommen. Und Luisa hat jetzt noch 10 Sekunden für was auch immer sie sagen will. Morgen, was? Nice. Ja, morgen 12 Uhr, Leute, Brandenburger Tor. Das wird sonst nichts. Wir würden hier nicht so sitzen, ne? Gut. Einen großen Dank an diejenigen von Ihnen, die aufgestanden sind, die das Mikrofon in die Hand genommen haben. Und wenn wir verkniffen geguckt haben, dann war das nicht um Ihre Aussage willen, sondern weil wir Sie wirklich hier oben schlecht verstanden haben. Haben Sie einen guten Abend.